Edgar Mielke, hatten wir was übrig für die MotoGP. Der erste Sieg für Ben Spies in der Königsklasse. Aber jetzt heißt es startfrei für das größte Rundstreckenrennen der Welt. Hier ist die 39. Ausgabe der 24 Stunden in der Eifel. Herzlich willkommen, liebe sehr verehrte Zuschauer. Die Tage des Donners gehen weiter, Christina. Während 210 Fahrzeuge bereits auf der Einführungsrunde sind, müssen wir sagen, es ist ein ganz besonderes Rennen, denn nach 43 Jahren Striezelstuck zum letzten Mal steigt er hier in den Lambo. Man kann es kaum glauben. Genau, auch ein ganz herzliches Hallo von mir zum Motorsport-Event des Jahres hier auf der heißgeliebten Nordschleife. Auch wir mögen sie trotz des Regens immer wieder. Aber es ist ein ganz besonderes Wochenende, wie du sagst, besonders für Striezelstuck und seine zwei Söhne. Und wir sehen es nochmal, selbst Dr. Mario Theissen kam vorbei, hat nochmal zum Abschied alles Gute gewünscht. Und man muss es sagen, auch für den Motorsportdirektor bei BMW. Es ist die letzte Veranstaltung, bevor er in Rente geht. Wir stehen hier auch vor der Box von BMW, wir können das mal zeigen, denn sie sind ja die Titelverteidiger, BMW mit dem M3 GT2. Und es wird ziemlich schwierig für die Jungs. Es wird schwierig. Startplatz 4 und 5 ist nicht unbedingt gerade die Pole. Aber ich meine, das 24-Stunden-Rennen, wissen wir, dauert ganz genau 24 Stunden. Und das kann sehr, sehr lang sein. Da ist es am Ende eher Prestigesache, wer jetzt die Pole hat. Aber kann natürlich auch das Zünglein an der Waage sein. Was geht in den Fahrern jetzt los? 800 Fahrer sind hier im Einsatz, 210 Fahrzeuge, das heißt 210 Piloten, jetzt gerade auf der Einführungsrunde auf den 25,37 Kilometern. Was geht in den Fahrern jetzt vor sich? Ja, es ist klar, die Spannung ist da. Man hat den Druck vom Team. Man möchte natürlich das Auto heil ins Ziel bringen. Sehr viel Vorbereitung. Da steckt so viel dahinter. Die einen sind nur hier zum Spaß und wollen einfach ins Ziel kommen. Und die anderen, die haben mehr Druck auf den Schultern. Und einer, der immer Druck hat auf den Schultern, das ist Uwe Ahlsen. Und der fährt diesmal nicht den ersten Stint. Nein, er wird gleich mit Peter Kohl im Kommentatorenstand sitzen. Wir machen einen ganz kurzen Werbebreak und dann, versprochen, gehen Sie los. Die 39. Ausgabe der 24 Stunden hier in der verregneten Eifel. Also bis gleich. Zuschauer warten auf den Tribünen und rund um die Nordschleife jetzt auf den Start der 39. Ausgabe der 24 Stunden. Alles ist angerichtet. Christina, wir stehen in der Box von BMW hinter uns. Da steht die Crew, die schauen natürlich jetzt auf die Monitore. Mittendrin Dr. Mario Theissen, der kommt hier aus der Gegend, sein letztes 24-Stunden-Rennen. Genau. Der hat einiges erlebt. Was geht in ihm vor? Er ist gerade zu Striezel, vorhin haben wir gesehen, ist hin, hat gesagt, dein letztes Rennen ist auch mein letztes Rennen. Also ich denke, da ist schon ein bisschen Wehmut drin. Und natürlich als Titelverteidiger haben sie auch ganz schön Druck. So, und der Druck, der liegt jetzt bei den Fahrern, die hier den ersten Stint fahren. Peter Kohl, ja, und Uwe Ahlsen. Viel Spaß jetzt mit dem Start. Die 39. Auflage der 24 Stunden. Los geht's. Jetzt geht's los. Ja, Uwe Ahlsen ist bei uns. Herzlichen Dank erstmal dafür, denn er gehört auf das Auto des Titelverteidigers, auf die Startnummer 1. Die starten hier von der 5. Position aus ins Rennen. Du hast schon einige 24-Stunden-Rennen miterlebt, aber diese Anfangsphase, jetzt wo es dann auf die Start-Zielgerade zugeht, immer wieder ein spezieller Moment auch für dich? Absolut. Also ich bin hier zum Glück heute nur Zuschauer. Den Start fährt Jörg Müller und der sitzt jetzt schon mit gemischten Gefühlen im Auto. Der ist natürlich auch gespannt, wie geht's los, wie verhält sich die Meute beim Start, wie konkurrenzfähig ist das Auto, wie gut passt der Reifen zu den Asphalt- oder Fahrbahnverhältnissen. Und das sind natürlich tausend Fragezeichen. Wenn sich das Feld dann mal sortiert hat, so nach der Hälfte der Strecke, kommt ein Tick Routine rein, aber die ersten 20 Minuten, die ersten 30 Minuten sind schon hart, auch für den Fahrer. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht in seine Haut stecken. Ich bin froh, dass ich hier bei dir in der Sprecherkabine sitze. Da sind wir sehr dankbar dafür. Schauen wir mal ganz schnell an, wie es auf den vorderen Startpositionen ausschaut. Auf der Pole Position der Ferrari F458 von Farnbacher. Alan Simonsson wird da fahren. Der hat nämlich die Regenabstimmung herausgefahren bei der ersten Trainingseinheit, als es hier richtig schön feucht war. Auf dem Mercedes-Benz SLS, da sehen wir die Besetzung Chris Mammaro. Armin Hahn ist mit dabei. Pierre Kaffer, der wird Chris Mammaro fahren. Unseren Informationen zufolge Thomas Jäger im zweiten Flügeltürer auf Startplatz 3. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flügeltürer sehr lange so weit vorne bleiben werden. Oder sieht das bei dir anders aus? Ganz, ganz schwer einzuschätzen. Jetzt gleich, wenn die Ampel auf grün ist, glaube ich, zeigen alle, was sie wirklich können. Das Rennen oder das Training in den letzten Tagen war, glaube ich, nicht ganz aussagekräftig. Die Witterungsverhältnisse haben sich ständig verändert und man konnte eigentlich nie so einen richtigen Vergleich sehen. Ich meine, vorne an der Spitze war es schon sehr, sehr eng.
Aber ich glaube, dass wir jetzt eine ganz neue Sortierung sehen werden, wenn die Ampel auf grün springt und alle wirklich das zeigen, was sie wirklich können. 202 Autos sind insgesamt am Start. In der ersten Gruppe 67, in der zweiten Gruppe, da haben wir gerade die Erstplatzierten gesehen, 75 Autos. Wie ist der Abstand zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2? Die starten in 3 Minuten Abstand und im Moment hat das überhaupt keine Bedeutung. Die Zeit wird natürlich nachher zusammenaddiert und dann gibt es ein Gesamtergebnis. Aber im Moment schauen wir hier auf die erste Startergruppe, die sich jetzt formiert, die gleich auch in den Grid geht. Ich glaube, sie sind jetzt gerade eingebogen auf der Dinger Höhe. Jetzt werden die Räder nochmal warm gemacht. Wir können es jetzt hier sehen aus dem Auto und hören das auch, wie die Räder durchdrehen. Man versucht jetzt nochmal extra Performance an Temperatur in die Bremsen zu bekommen. Die Reifen müssen angewärmt werden. Apropos Reifen, was für eine Sorte Reifen fährt man jetzt? Intermediates hat man, Vollregenreifen, Slicks. Die Bedingungen sind wechselhaft gewesen. Es hat bis vor einer guten Stunde noch geregnet. Es wird ein bisschen heller, freundlicher am Horizont, aber es ist bei weitem natürlich noch nicht trocken. Also ich glaube, dass jetzt alle hier auf Regenreifen unterwegs sein werden, weil eben war es doch noch relativ nass. Man hat gesehen auf der Döttinger Höhe, dass das sogenannte Spray hinten am Auto noch hochzieht und teilweise ist noch sehr, sehr nass. Ich denke, dass die vielleicht einen kompletten Turn fahren werden mit Regenreifen. Gestern war es so, wie es dann aufgehört hatte zu regnen, kam dann direkt die Sonne raus. Die Strecke ist unglaublich schnell abgetrocknet, aber heute sind die Temperaturen so nieder, dass ich glaube, dass die einen kompletten Turn fahren können mit Regenreifen. Wenn die Fahrbahn dann abtrocknet, das heißt, wenn wir einen hellen Streifen sehen, so eine Ideallinie, die dann langsam anfängt abzutrocknen, wird es extrem schwierig, mit den Autos klarzukommen, weil der Reifen dann natürlich an sein Limit kommt und die Temperatur in dem Reifen so hoch ansteigt, dass das Auto ganz, ganz schwierig zum Fahren ist. Also, in den frühen Morgenstunden Temperaturen um 5 bis 6 Grad, Atemnebel vor dem Mund. Es ist ein bisschen wärmer geworden, aber es ist noch nicht wirklich optimal beim Umschalten der Ampel auf grün. Das 39. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist freigegeben. Die Uhr läuft runter und es geht in die erste Kurve hinein. Der fahndbare Ferrari von den beiden Mercedes-Flügeltürern schon in die Zange genommen. Die beiden Mercedes haben sich nach vorne geschoben. Die beiden BMW halten sich da noch aus allem raus. Das ist natürlich das Wichtigste jetzt. Bloß keine Kollisionen, keine Berührungen in den ersten Kurven, keine Beschädigungen, das wäre ein Desaster. Absolut, auf keinen Fall eine Beschädigung. Das ist das, was wir überhaupt nicht brauchen. Jetzt raushalten, warten, bis sich das Feld sortiert hat, ist unheimlich schwierig. Man möchte natürlich auch keine Plätze verlieren, möchte gegenhalten, aber da muss der Verstand siegen. Und hier gilt es jetzt einfach mal, wie gesagt, eine halbe Runde durchzuhalten, so dass alle sich formiert haben und dass das grobe Gedrängel mal vorbei ist. Und dann geht es dann wieder nach vorne und dann kann man anfangen zu pushen. Der Mamaro Rowe Flügeltürer in Führung, dahinter die Startnummer 22 von Black Falcon mit Kenneth Heyer, Thomas Jäger, Jérôme Bleekemolen und Jan Seifert, gesteuert in der Startphase von Thomas Jäger, der hier sehr, sehr viel Ringerfahrung aufzuweisen hat. Und der nächste Flügeltürer geht nach vorne, der Farnbacher Ferrari, unglaublich schnell im Qualifying, mit speziellen Qualifying-Reifen, wurde nach dieser 8.23er Runde mit einem Handicap-Gewicht von 25 Kilo noch mal ein kleines bisschen eingebremst. Man geht da optimistisch ins Rennen und sagt, gut, 25 Kilo müssen wir akzeptieren, aber das wird nicht den Ausschlag geben über die 24-Stunden-Distanz. Dennoch heiße Positionskämpfe gleich hier auf den ersten Kilometern. Das ist Race Action pur. Faszinierendes Renngeschehen gleich zu Beginn. Viele gehen davon aus, es wird ein Ausscheidungsrennen in den ersten Stunden, wie im vergangenen Jahr, Vollgas ohne Ende. Kann man davon ausgehen, dass es auch in den ersten Runden hier so sein wird? Ja, auf jeden Fall. Wir haben mittlerweile so viele Hersteller am Start, so viele tolle Autos und so viele starke Autos, die auch top besetzt sind. Und die geben sich natürlich alles und keiner möchte dem anderen was schenken. Und ich glaube, dass wir hier ein 24-Stunden-Sprintrennen sehen. Die Mantai Porsche, die sehen wir da an der 4., 5. Position. Vorne 3 Flügeltürer Mercedes und der Farnbacher Ferrari. Und das ist genauso, wie du es gesagt hast. Die ersten Kurven überstehen und dann zieht das Feld sich so langsam ein Stück auseinander. Aber da sehen wir auch, dass es noch ziemlich feucht ist, ziemlich dunkel. Die Scheinwerfer reflektieren auf der Asphaltoberfläche. Und was ganz bitter ist bei solchen Bedingungen, vor allem bei Mischwetter, wenn es an der Oberfläche nass ist, diese
Fanaufschriften, die ja super gemeint sind als Unterstützung für die einzelnen Fahrer. Aber diese Farbe mit dem Wasser drauf, das ist natürlich ein richtiger Schmierfilm. Absolut. Also wenn auf diese Farbe das Wasser kommt in Verbindung, wird es natürlich extrem rutschig. Gut, wir wissen es natürlich und man muss natürlich Acht geben, man schießt sich drauf ein. Was mir aufgefallen ist, dass die Strecke schon wieder anfängt, so schnell abzutrocknen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob es einen 8- oder 9-Runden-Turn gibt. Man sieht schon wieder die hellen Stellen und die Reifen sind natürlich extremst gefordert. Und hier sehen wir schon die zweite Startergruppe, die jetzt ins Rennen geht. Ampel noch rot, jetzt auf grün, Start freigegeben. An der Spitze zwei Audi TT mit der Besetzung Hohenadel, Johansson, Molina und Piccini. Dahinter Ammermüller, Bieler, Klingmann und Tomczyk. Und die beiden Fahrzeuge behaupten sich hier auch in dieser Gruppe. Da haben sich Tomczyk und Kollegen bis ganz kurz vor Schluss des zweiten Teils der Qualifikation immer ganz vorne an der Spitze gehalten. Dann wurden sie vom Schwesterfahrzeug noch überholt, aber diese Mannschaft von Race Experience, die weiß schon, was sie da tut. Und schauen Sie sich dieses Gebalge an in diesen ersten engen Kurven, dass das da alles so halbwegs heil über die Bühne geht, das ist schon immer wieder faszinierend. Ja, absolut. Ich meine, alle haben natürlich im Kopf, hier ist ein 24-Stunden-Rennen, wo wir dran teilnehmen und sie möchten natürlich über die Distanz gehen und alle versuchen, sich ein wenig zurückzuhalten, aber trotzdem, dass wir so nasse Verhältnisse haben oder schwierige Bedingungen, passiert relativ wenig, toi, toi, toi. Und du hast es auch schon oft genug miterlebt, bei all diesen Gedanken, man muss 24 Stunden durchkommen. Wir haben es schon oft genug gesehen, dass in den ersten Kurven schon einige im Kiesbett gestanden sind. Ja, auf jeden Fall. Deswegen wundere ich mich, dass es momentan so gesittet abgeht. Absolut. Unglaubliche Vielzahl von Autos. Ein absoluter Wahnsinn. Aber das ist halt das, was die 24 Stunden hier am Nürburgring ausmacht. Schilder noch mal ganz kurz diesen Adrenalinkick, wenn dann wirklich die Ampel umschaltet. Der absolute Wahnsinn. Du kriegst ein Kribbeln, du denkst, dich sticht einer mit 1000 Nadeln, also Adrenalin pur. Da denkst du wirklich, ist das gesund, was du hier machst? Also das ist schon der absolute Wahnsinn. Wenn du dann wirklich ein paar Kilometer gefahren hast, legt sich die ganze Sache ein bisschen. Aber die Vorbereitungen zum Start, die letzten 3 Kilometer, sind einfach der absolute Horror. Du kontrollierst nochmal deine Schalter im Auto, guckst, ob das Mapping richtig eingestellt ist, ob deine Traktionskontrolle auf der richtigen Position steht und checkst wirklich nochmal alles und versuchst einfach, alles in die besten Wege reinzuleiten und dass nachher alles funktioniert. Die Anspannung ist absolut brutal und der Jörg wird momentan wirklich kämpfen. Wir haben gesehen, wie die beiden Audi TT hier richtig wegziehen. Das sind Fahrzeuge, die rund 400 PS haben, 2,5 Liter Turbomotor. Da geht mal richtig was nach vorne. Vor allem bei diesen Bedingungen natürlich. Allrad ist hier momentan, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Absolut. Im Moment hat ein Allradauto natürlich den Vorteil, weil die Strecke halt nass ist und sehr rutschig ist. Aus den Ecken raus kann natürlich so ein Auto mit dem Allradantrieb viel besser beschleunigen. Auch beim Bremsen ist das Auto stabiler. Allrad ist momentan der absolute Favorit. VW hat ein Auto hier mit dem Golf. Wenn das anfangen sollte, noch mal stärker zu regnen, dann glaube ich, dass die ganz weit nach vorne kommen. Und hier sehen wir ein Überholmanöver vom Audi R8. Ist an einem der BMWs vorbeigegangen. Das ist ein Auto eingesetzt von Team Phoenix mit dem Startfahrer Frank Stippler. Und die dritte Gruppe geht auf die Reise. Und damit haben wir dann alle Teilnehmer im Feld auf dem Kurs. Litzwitz, X, Wies und Ostmann. Das ist die Fahrerbelegung auf diesem ersten Girocco hier im Bild. Das Schwesterauto mit der Startnummer 117 mit den Dakar erfahrenen Piloten Sainz, Alatia, De Villiers und Klaus Litzwitz, der auch mit dabei ist. Die waren eigentlich schneller in allen Qualifikationseinheiten, aber als sie die schnellste Runde hingelegt haben, da war eine Sektion dabei mit zu viel Tempo unter Gelb. Deshalb haben sie einen Zeitabzug bekommen und sind auf die zweite Position gerutscht. Aber das macht gar nichts, denn die beiden ziehen hier gleich einmal auf und davon. Das sind die Alternativantriebsfahrzeuge, diese VW Scirocco mit dem Bio-Erdgas. Und auch damit geht es richtig flott voran. Auf jeden Fall. Ich habe so ein Auto mal fahren dürfen beim Scirocco Air Cup. Ich habe es kommentiert. Das Auto macht das wirklich. Das war ein typisches Eisenrennen. Ja, das war wirklich sehr schön. Wir haben hier wirklich jede Menge Action gesehen. Die Autos lassen sich gut fahren, gehen auch gut. Und man merkt das überhaupt nicht, dass die mit Gas betrieben werden. Ist das überhaupt keine Veränderung vom Gefühl her, wenn man aufs Gaspedal tritt, vom Ansprechverhalten? Absolut nicht. Fährt genauso wie ein normales Benzinauto. Also überhaupt kein Unterschied. Wir sehen den Farnbacher Ferrari, der ein bisschen Lücke lassen muss. Das sieht so aus, als ob die anderen dahinter einen Ticken schneller könnten. Als ob Allen Simonsson dann den einen oder anderen ein bisschen ausbremst.
Die stehen ja schon so richtig an am Kofferraum. Ja, der ist momentan der langsamste von diesem Verfolgerfeld. Er hält die anderen ein bisschen auf. Die werden natürlich nervös und man sieht, der SLS, der versucht natürlich vorbeizukommen, streckt überall mal die riesen Nase raus und setzt den Ferrari ganz schön unter Druck vom Fahrenden. Der bestplatzierte Audi in der Qualifikation war der mit der Startnummer 14. Da geht's schön nach vorne. Die haben natürlich auch Allrad mit dem R8, da geht was. Der sucht immer wieder die Lücke, aber die Tür ist nicht weit genug auf, um dann richtig ernsthaft reinstechen zu können. Ja, sind alle am Kämpfen beim Rausbeschleunigen mit der Leistung auf der nassen Strecke. Also nicht ganz einfach. Die Bedingungen werden jetzt immer schwieriger. Je trockener es wird, desto mehr fangen natürlich an, die Reifen abzubauen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Dieser Flügeltürer mit einem 6,2 Liter Hubraummotor mit weit über 500 PS, da ist extrem viel Dampf auf der Kette, aber das muss man eben auch auf den Asphalt übertragen können. Da ist ein bisschen Fangefühl gefragt. Ja, auf jeden Fall, aber wir haben im BMW wie auch im Mercedes und im Porsche Traktionskontrollen, die wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Man kann auch die Traktionskontrolle nochmal verändern in ihrem Wirkungsgrad und jetzt haben wir den natürlich auf so Mischwetter eingestellt und das geht dann schon ganz gut. Die Porsche mit Hinterradantrieb. Wir sehen, dass die Ideallinie richtig schnell abtrocknet. Bin gespannt, wie lange das mit den Regenreifen geht. Weil die werden natürlich richtig heiß. Was passiert da? Die werden überdurchschnittlich hart rangenommen. Natürlich jetzt auf diesen trockenen Asphaltstücken. Die Profilblöcke fangen dann an, sich zu bewegen. Das ganze Auto kriegt ein Moving. Man sieht jetzt hier auch, der SLS fährt jetzt ins Nasse, versucht die Räder abzukühlen, fährt sogar bis an die Wiese dran, um den Reifen runterzukühlen. Sobald die Profilblöcke Temperatur aufnehmen über dem, was sie vertragen, fängt der ganze Reifen an zu moven. Das heißt, wir kriegen eine Bewegung ins Auto. Das Auto ist ganz schwammig beim Anbremsen, beim Rausbeschleunigen. Da ist ein langsamer BMW unterwegs, deshalb auch das Aufblinken der Schnellen, die von hinten angeflogen kommen, um den betreffenden Fahrer darauf hinzuweisen, Junge, schau in den Rückspiegel, verhalte dich richtig. Wenn man hier in so einem Positionskampf verwickelt ist, wie wir das gerade beim BMW gesehen haben, dann kann das auch mal ruckzuck schief gehen. Das war nicht ganz ohne. Das war ganz schön knapp und da muss man natürlich höllisch aufpassen. Das langsame Fahrzeug war auf der rechten Seite und die Leute, die von hinten kommen, müssen normalerweise ganz rechts, um die nachfolgende Linkskurve zu nehmen. Und der stand ein bisschen im Weg. Glück gehabt. Frage immer wieder nach dem Auto von Tim Schrick und Smudo, die wir durch unsere Dokumentation lange begleitet haben. Die haben nicht ausreichend viele Rundenzeiten hingelegt, wurden aber zugelassen zum Rennen. Die sind also mit dabei. Da sehen wir den Farnbacher Ferrari und jetzt geht es dann wieder rein am Ende der Start-Zielgeraden. Mamaro liegt vorne, dahinter der zweite Flügeltürer mit der Startnummer 32. Das ist der Flügeltürer von Heiko Motorsport mit Lance Arnold als Fahrenden zu beginnen. Und wir sehen die Ersten, die reinkommen, die sagen, das hat keinen Sinn mit diesen Reifen, wir müssen wechseln. Aber da geht auch mal ein Kontrollblick und das Auto da ist, glaube ich, da gab es, glaube ich, ein Problem. Genau, ja. Da gab es ein Problem. Die haben also nicht die Reifen gewechselt, sondern die haben am Auto geschaut, ob da was nicht in Ordnung ist. Aber jetzt können wir natürlich schön schauen, die verschiedenen Reifenmarken, wie die sich jetzt hier auf diesen abtrocknenden Fahrbahnbelag verhalten. Wir fahren zum Beispiel mit dem Dunlop-Rad. Audi ist mit Michelin unterwegs. Der viele Reifenhersteller hier, Pirelli, Yokohama, Hancock. Der Farnbacher Ferrari ist mit Hancock-Reifen unterwegs. Ist der Entwicklungsträger für diese Reifen. Das ist natürlich auch ein Vorteil für dieses Privatteam, weil man da die volle Unterstützung bekommt und spezielle Reifen erhält für das eigene Auto. Das ist der Falken Porsche, der so aussichtsreich ins Rennen gegangen ist mit einer tollen Besetzung. Aber da gibt es gleich mal für die Truppe von Wolf Hensler, der hier mit am Steuer sitzt, einen Riesenrückschlag. Da verlieren die jetzt mal richtig viel Zeit. Ja, das tut mir leid. Für die Truppe, um Sven Schnabel, die das Auto einsetzen. 17 schnellste waren sie in der Qualifikation, Entschuldigung. Die haben sich hier wirklich bemüht, in den letzten VLN-Läufen alles gut, so gut wie möglich auszusortieren. Aber so kann es manchmal gehen. In der zweiten Runde gibt es ein Problem. Das Auto steht, verliert natürlich wertvolle Zeit. Ein Drama. Alle sind natürlich jetzt tief betroffen, schauen, dass sie das Auto so schnell wie möglich wieder auf die Strecke bekommen. Aber es ist natürlich ein herber Rückschlag für die Falkentruppe. Der bestplatzierte Mantai Porsche ist der mit der Startnummer 11. Ist von Rang 8 aus ins Rennen gegangen, haben sich nach vorne gearbeitet, bis auf die fünfte Position jetzt in dieser Anfangsphase. Marc Lieb ist hier der Startfahrer. Aber für mich ist das schon ein bisschen erstaunlich, wie diese Flügeltüre da vorne wegheizen. 1350 Kilo.
heißt mehr Gewicht, auch besserer Anpressdruck, dass Sie das jetzt ausnutzen können, dass Sie da mehr Traktion auf die Strecke bringen? Ich glaube einfach, so wie ich es eben schon gesagt habe, die Ampel ist auf grün gegangen, jetzt zeigen alle, was sie wirklich können. Ich glaube, die haben ein bisschen geblufft bis zum Schluss, weil wir wissen ja, das Geschehen um die Balance of Performance, dass die noch eingreifen können, dass teilweise Autos noch Gewicht bekommen haben, teilweise haben die Autos Gewicht rausbekommen, um sich dem zu entziehen, hat Mercedes vielleicht ein bisschen geblufft, hat nicht alles gezeigt und jetzt sehen wir, was die wirklich können und ja, fantastisch, wie sie es machen. Gappenkontakt beim Falken Porsche auf der Strecke. Da hat sich wohl am Auto ein bisschen was verschoben, denn das Feedback hat der Fahrer natürlich sofort und der spürt das, wenn das Auto nicht mehr so reagiert, wie es reagieren soll. Und die Kontrolle aus Sicherheitsgründen ist da allemal besser, als irgendwas zu riskieren, während wir hier diese faszinierende Startphase nochmal in voller Länge in der Wiederholung sehen. Mittendrin, hinten im Paket, jetzt durch den Linksbogen hindurchfahrend, ist dieser weiß-orangefarbene Hybrid-Porsche, der für so viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Das waren die ersten Positionskämpfe auf dem Kurs und der Schnabel eingesetzte Falken-Porsche hatte mit dem Bilstein-Audi einen Kontakt, aber er ist wieder auf der Strecke draußen, es scheint weiterzugehen. Links vorne hat man gesehen, dass da nicht so alles noch so war wie zu Beginn. Wie gesagt, die Strecke ist extrem schwierig, die erlaubt keine Fehler, die werden nicht verziehen und da ist so eine Sicherheitskontrolle allemal besser, als da irgendwas zu riskieren. Auf jeden Fall. Ich tippe drauf, dass in der nächsten Runde die Autos reinkommen, zumindest die Spitzenautos, und wechseln auf Cut-Slicks, also das sind geschnittene Slicks oder vielleicht sogar auf einen reinrassigen Slick. Wenn ich mir das jetzt so aus der Vogelperspektive anschaue und sehe, wie die Strecke abtrocknet, glaube ich, müsste jetzt in der nächsten Runde der Zeitpunkt gekommen sein, dass die alle wechseln, weil der Unterschied von einem Regen auf den Slick wird jetzt so groß sein von der Rundenzeit. Da ist links vorne der Radträger ab. Wieder eine Berührung oder vielleicht irgendwo rausgerutscht. Das ist mit der Startnummer 111 das Auto von Pro Handicap. Das tut mir ganz besonders leid, da ist Wolfgang Müller am Steuer. Das ist für mich extrem faszinierend, der fährt mit nur einer Hand. Ach du Schande. Der Hinweis ist berechtigt von Herrn Nehlen. Vielen Dank. Wir haben das vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Natürlich sind alle GT3-Fahrzeuge laut Reglement mit Hinterradantrieb unterwegs, aber es sind einige Audis hier im Feld mit Allrad, wie eben die TTs. Und das macht sich hier bemerkbar. Der Golf GTI hat Allradantrieb. Das ist ein Riesenvorteil. Darauf wollten wir hinaus, dass eben die Autos, die ein bisschen weniger Leistung haben, so um die 400 PS wie der Golf GTI 440 PS, dass die aber hier im Konzert der Großen unter Umständen richtig ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen können, wenn es denn bei diesen Mischbedingungen bleibt. Auf jeden Fall, je schlechter das Wetter, desto mehr oder desto größer ist der Vorteil von einem allradgetriebenen Auto, wie zum Beispiel der Golf, der hier am Start ist. Beide Golfs werden dann natürlich auftrumpfen können, wenn es anfängt zu regnen, aber wie du schon sagtest am Anfang, ich glaube, dass die Wetterverhältnisse jetzt sich etwas stabilisieren, auch schön für die Fans an der Strecke. Das ist ja Wahnsinn, was die jetzt in den letzten Tagen mitmachen mussten. Es hat ja einen Regenguss nach dem anderen gegeben, zwischendurch mal wieder die Sonne. Aber die müssen hier schon aushalten und die müssen sich hier schon einiges gefallen lassen vom Wettergott. Erstmal einen schönen Gruß an dich von Holger Scheller. Der meint, du bist ein geiler Typ, können wir nur unterschreiben. Und dann die Frage, warum Mantai zwei verschiedene Porsche-Konzepte einsetzt. Denn das muss ja alles erstmal aussortiert und getestet werden und sowas kostet doch Unsummen von Geld. Warum macht man sowas? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie ein SP9-Auto und ein SP7-Auto probiert haben. SP9 ist nicht erlaubt, einen Direkteinspritzer zu fahren. Ich glaube, dass sie im SP7 einen Direkteinspritzer haben. Das heißt, das Auto braucht etwas weniger Benzin bei der gleichen Leistung. Ich könnte mir vorstellen, dass die versuchen, 10 Runden zu fahren. Aber das werden wir nachher sehen. Jetzt wird der Tankstopp kommen mit einem Radwechsel. Wo wir leider noch nicht sagen können die jetzt 8, 9 oder 10 Runden fahren. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, dass in der nächsten Runde die Autos reinkommen, der Spitzenteams, und sofort wechseln werden. Und dann müssen wir halt noch einen Turn warten und dann können wir mehr dazu sagen. Ich tippe drauf, dass die 10 Runden fahren können, dass die vielleicht mit dem Direkteinspritzer unterwegs sind. Das ist das, was viele im Fahrerlager sagen. Das ist das große Geheimnis natürlich, wer kann wie viele Runden hinlegen. Zum Boxenstopp dauert so rund 3 Minuten. Da weiß man natürlich, dass man da, wenn man länger draußen bleiben kann, über die Gesamtdistanz gesehen einen riesen Vorteil hat. Auf jeden Fall. Wenn ich eine Runde länger fahren kann, kann ich mir leisten, zwischen 4 und 5 Sekunden pro Runde langsamer zu fahren, weil ich es einfach bei den wenigeren Stopps wieder gut mache zum Rennende hin.
Und wir hören, dass man sich bei Mamaro bereit macht für einen Boxenstopp, um die Reifen zu wechseln. Also das ist das Prozedere, was wir uns schon die ganze Zeit überlegt haben. Und die sind gerade erst gegen Ende der zweiten Runde unterwegs. Da ist die ganze Taktik dann zunächst einmal schon wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber die anderen werden auch reagieren müssen, das weiß man. Auf jeden Fall. Du kannst dir ganz viele Sachen vorher zurechtlegen, wie wir was machen. Meistens kommt es ganz anders und speziell hier in der Eifel. So sieht das aus. Wo ist das Projekt Stuckhoch 3? Das wollen wir natürlich weiterhin begleiten. Die haben sich nach vorne gearbeitet auf die 24. Position. Das ist schon mal ein guter Weg, den sie da bis jetzt hinter sich gebracht haben. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das in der Nacht bemerkbar machen? Die ersten 30 haben diese Flashlights, diese blauen, an der Windschutzscheibe. Da ist hart drum gekämpft worden. Wir sehen die auch immer wieder auf der Beifahrerseite hier aufblinken. Die laufen natürlich permanent auch bei diesen diffusen Lichtverhältnissen. Diese blaue Lampe in der Nacht heißt für alle anderen Fahrzeuge, die diese blaue Lampe nicht haben, geh mal ein bisschen zur Seite, jetzt kommen die Schnellen, die Dicken angeflogen. Und deshalb ist so eine blaue Lampe ganz wichtig. Auf jeden Fall. Jeder möchte natürlich so eine blaue Lampe haben, muss sich unter den ersten 30 qualifizieren. Es hilft beim Überrunden. Es hat schon Überholprestige. Wenn die langsam fahrenden Fahrzeuge in den Spiegel schauen, sehen eine blaue Lampe, wissen die, okay, ist keiner von unserer Startgruppe, ist ein Schneller von der Spitzengruppe, macht Platz, hat überhaupt gar keinen Wert da zu blocken. Und die Leute machen in der Tat etwas besser Platz. Und diese blaue Lampe, haben eben die Stucks und Dennis Rostek nicht. Die waren 34. in der Qualifikation, haben sich um 10 Plätze nach vorne gearbeitet. Aber der Weg ist noch extrem lang. Und wenn du die blaue Lampe nicht hast, dann läufst du unter Umständen mal auf. Dann wird es eng, dann musst du komplett auf die Bremsen steigen, verlierst viel Zeit. Sehen wir mal, wie sich das dann in den Nachtstunden bemerkbar macht. Wir drücken diesem Projekt natürlich die Daumen. Das wäre wunderbar, wenn der Striezel einen gelungenen Abschied hier feiern könnte. Aber ich betone es nochmal, ich glaube das noch nicht wirklich, dass es sein letztes Rennen ist. Schauen wir mal, Klaus Ludwig ist auch wieder am Start. Der hat auch gesagt, ich fahre nicht mehr. Irgendwann packt die Jungs dann doch wieder und dann sitzen sie wieder im Auto und probieren es. Hier sehen wir ein gutes Duell, Windschattenduell auf der Döttinger Höhe. Der Haribo Porsche vorne, dahinter die beiden BMWs. Die werden jetzt alle schön in die Box reinkommen, gehe ich von aus. Und da sehen wir ein Fahrzeug mit Blinklichtern auf der Strecke. Das heißt was? Das ist ein Safety-Car-Fahrzeug. Hier gibt es keine Safety-Car-Phase im klassischen Sinne. Ein Streckensicherungsfahrzeug, der fährt jetzt irgendwo hin, wo ein Auto liegen geblieben ist, um da Sicherheit zu geben und zu gewährleisten. Und hier sehen wir schon den nächsten Boxenstopp, Räderwechsel, Volltanken. Jetzt heißt es bei normalen Rennserien, Safety-Car, Blinklichter darfst du nicht überholen. Ist hier natürlich ganz anders. Du darfst an dem Safety-Car vorbei. Auf jeden Fall wird behandelt wie ein normales Rennfahrzeug. Auch das war ein super Anblick am Donnerstag, als alle Fahrer, war es Mittwoch, war es Donnerstag, die Fahrersitzung? Am Donnerstag. Donnerstag, genau. Da waren alle teilnehmenden Piloten in dem riesen Pressesaal vereinigt und ja, da gab es mal eine Ansage von Herrn Hornung, dem Rennleiter. Und der hat ganz klar gesagt, Freunde, ihr könnt euch hier keine Fehltritte erlauben, weil ich ahnde das alles ganz rigoros. Und da sieht man Grande Rambule jetzt in der Boxengasse. Auch das muss man vom Timing richtig hinkriegen. Ja. 202 Teilnehmer, alle haben die gleichen Gedanken. Und wenn da zu viele auf einmal reinkommen, dann gibt es hier einen richtig fetten Stau. Also ist das Timing auch jetzt ganz entscheidend, dass man da rechtzeitig rein und auch wieder rauskommt ohne Behinderung. Ja, man hat das gerade gesehen. In der Auftankphase werden die Autos auf sogenannte Pochecks gestellt. Das heißt, man kann das Auto um die eigene Achse drehen, stellt das Auto in die richtige Fahrrichtung, lässt die wieder ab. Die Autos stehen auf den Rädern und die können dann direkt rausfahren. Wenn so viele Autos in der Boxengasse ist, ist natürlich der Platz auch nicht da. Deswegen versucht man mit diesen Sachen das ein bisschen zu entzerren, das Auto in die richtige Richtung zu stellen, sodass der Fahrer direkt wieder raus kann, ohne dass er behindert wird. Also da muss alles passen, alles funktionieren und auch der Stuckbruch 3 Lamborghini von Reiter Engineering eingesetzt, hat den Weg in die Box gefunden. Das hat mit dem Parken in Fahrtrichtung rausgehend wieder nicht ganz geklappt, da war hundertprozentig einer knapp davor gestanden. Richtig. Ja. Da heißt es dann sich anstellen, aber manchmal geht es nicht anders. Schlimm ist es für diejenigen, die an der Tanksäule hängen. Wenn dann 3-4 Autos hintereinander stehen und du musst warten, bis die 3 vor dir abgefertigt sind, da verlierst du Zeit ohne Ende und als Fahrer denkst du dir sicher, ich rodel mir den Hintern hier weg um jede Zehntelsekunde und dann bleibe ich da 3-4 Minuten stehen, das ist der Wahnsinn. Dann bist du natürlich als Team gefragt, dann muss da irgendeine Säule dran, egal ob die das möchten oder nicht, da wird der Zapfschlauch rausgerissen aus der Säule und reingehalten ins Auto, ob ich jetzt in die Box gehöre oder nicht, das Ding muss betankt werden. Lass es besser in den Tankstutzen reinhalten, nicht ins Auto. Ja.
Na, da gibt es schon mal Action in den Boxen. Aber definitiv. Und das ist auch in den Nachtstunden so und auch die Mechaniker. Wir wollen ja den Jungs auch mal ein großes Lob aussprechen. Das ist ja nicht so, dass die dann irgendwie fit aus dem Hotel gekrabbelt kommen zum Rennstart. Die haben ja in den Tagen vorher schon unglaublich viel gearbeitet. Die Autos permanent auseinandergenommen. Es gibt bei den Spitzenteams routinemäßige Motoren, Getriebewechsel. Die sind schon richtig durchgelassen, bevor es losgeht. Und dann heißt es nochmal volle Anspannung, 24 Stunden lang. Was die Jungs da leisten für kleines Geld, da kann ich immer nur den Hut vorziehen. Unglaublich. Wir hatten auch schon die Seuche zu genügend dieses Wochenende. Wir hatten Probleme mit unserem Fahrzeug, mit Vibrationen. Wir haben alles getauscht. Wir haben das Getriebe getauscht. Wir haben Motor getauscht. Das andere Auto war mal kurz in der Leitplanke. Die Startnummer 7. Also unsere Mechaniker haben schon ein gutes Programm abgespult und die sind alles andere als frisch. Aber wenn es natürlich dann hier ins Rennen geht, kommt das Adrenalin dazu, alles in hellwach und dann gibt es halt nochmal 24 Stunden, die dran gehangen werden. Wir sind hier bei der Startnummer 71, das ist der Nissan GT-R von Tobias Schulze, Michael Schulze und da sitzen noch zwei Japaner mit auf dem Auto, Yamamoto und Yamauchi und da kämpft man natürlich auch um jede einzelne Sekunde. Da haben wir den Nadelstreifen-Porsche gesehen, wird auch eingesetzt vom Team von Olaf Mantai. Die haben mehrere Autos im Rennen, da auch für die Mechaniker unglaublich viel zu tun und wir Wir werden jetzt ganz kurz durchschnaufen, einen Schluck Wasser zu uns nehmen und sind gleich wieder für Sie da. Das ist der Audi TTRS mit der Startnummer 125 von Reda Motorsport. Mit der Besetzung Michael Ammermüller, Frank Bieler, Jens Klingmann und Martin Tomczyk. Und das Auto rechts vorne extremst geschreddert. Da ist einiges kaputt gegangen. Das ist mindestens eine längere Reparaturpause. Frank Bieler sitzt mit auf dem Auto, der soll uns mal kurz erklären, was da vorgefallen ist. Ja, Frank Bieler jetzt bei mir, einer der Pechvögel vom TTRS mit der Startnummer 125. Michael Ammermüller ist am Steuer gewesen jetzt für den Start. War ein Reifenschaden, ist einiges kaputt, oder? Ja, die Lauffläche hat sich halt gelöst und hat einiges zerschlagen am Fahrzeug vorne. Ist jetzt mit Sicherheit eine längere Reparatur. Jetzt stehen wir schon 5-6 Minuten mindestens und es werden nochmal 5-6-7 Minuten werden mindestens. Ist schade, aber so ist es halt hier am Nürburgring. Also es kann immer alles passieren. Wenn das so früh ist, ist es natürlich jetzt ein bisschen schade. Aber dafür haben wir halt auch noch knapp 24 Stunden zu fahren. Genau, ist ein schlechter Start, aber ihr seid erfahrene Piloten und ich glaube, ihr könnt es, wenn das Auto schnell wieder fertig wird, könnt ihr da wieder einiges aufholen. Na ja gut, man muss mal schauen. Ich denke, dass es nur wenige Fahrzeuge geben wird, die wirklich problemlos durchfahren, gerade wenn wir solche Wetterverhältnisse haben. Aber man wünscht natürlich niemandem, dass er irgendwo Probleme bekommt, aber das wird die einzige Chance sein, da vielleicht nochmal irgendwie nach vorne zu kommen. Aber jetzt warten wir mal ab, das Auto lässt sich schön fahren und wir waren eigentlich alle happy in den Trainingssitzungen und wir wollen Spaß haben, das Auto muss wieder jetzt auf die Strecke zurück und dann schauen wir, wie es läuft. Drück euch die Daumen, dass ihr schnell wieder rausfahrt und eins kann ich dir versprechen, Frank, ihr wart nicht die Letzten und damit gebe ich zurück an Peter. Wir sehen die beiden Audi R8 im Formationsflug, während die Sichtverhältnisse wieder deutlich diffuser werden, so wie es auf dem Bildschirm aussieht. Und wenn ich hier aus der Kommentatorenkabine rausgucke, dafür, dass wir eigentlich so jetzt die längsten Tage des Jahres haben, ist es ganz schön zappenduster. Die beiden hier streiten sich momentan um Position 21 im Feld. Gibt es einige Verschiebungen durch die Boxenstops und Sie sehen es hier am Wasser an der Kameralinse und der Scheibenwischer ist auch wieder eingestellt. Vorne am Audi vom Team Phoenix. Frank Stippler sitzt da momentan im Cockpit. Es wird wieder nasser da draußen. Das sind natürlich diese Mischbedingungen, die permanent wechseln, die hier richtig viel Salz in die Suppe bringen. Und bei einigen ist die Suppe dann unter Umständen auch schnell versalzen. Vorne immer noch der Farnbacher Ferrari, dahinter der Flügeltürer mit Haya Jäger. Dann aber schon die Startnummer 7 der BMW M3 GT2 auf der dritten Position. Dahinter der Titelverteidiger, dein Auto, es geht voran. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch einen Stopp gemacht, so wie es aussieht. Und man sieht es an den Rundenzeiten. Wir sind knapp eine Minute davon weg von den Topzeiten. Also die Strecke ist immer noch sehr rutschig. Jetzt schauen wir mal, die Schirme gehen wieder auf, sehe ich hier aus der Kabine. Und jetzt muss man einfach mal warten.
Wie lange die Jungs jetzt wieder mit den Slicks fahren können, das ist natürlich ein Drama. Wenn du im Auto sitzt, hast gerade gewechselt, bist auch in einem Slickreifen unterwegs, freust dich, dass die Sache jetzt langsam abtrocknet und dann fängt es wieder an zu regnen. Und das wird natürlich extremst gefährlich und das Risiko steigt natürlich dann um ein Vielfaches an, dass du so ein Auto mal verlierst. Und die sind jetzt alle hochkonzentriert und sind am Kämpfen und die schenken sich auch nichts. Die beiden Müller sind am Werk in den BMW M3 GT2. Jörg Müller im Auto des Titelverteidigers und Dirk Müller mit der Startnummer 7. Die haben Rundenzeiten von 9,27 zuletzt hingelegt. Der vor ihnen liegende Flügeltürer mit Thomas Jäger am Steuer 9,50. Da hat man mal auf die ganz schnelle eine ganze Menge Zeit gut gemacht. 23 Sekunden, Kopfrechnen 6, aber das geht gerade noch so. Der Mantai Porsche mit der Startnummer 11 auf Rang 5 liegend. Mit Marc Lieb, der fährt 9,54 in der letzten Runde. Jürgen Ahlsen mit seinem Auto unterwegs, einem nagelneu aufgebauten auf einer Rohkarosse Porsche, 9,55. Und der Mamaro-Flügeltürer mit einer Zeit von 10,40. Also da sieht man, wie man durch Strategie, Reifenwahl in einer solchen Phase unglaublich viel Zeit gewinnen oder auch verlieren kann. Auf jeden Fall. Also wenn du hier eine Fehlentscheidung triffst und du musst nochmal eine Runde fahren mit einem Regenreifen, auf trockener Strecke ist es ein Drama oder umgekehrt genauso, wenn du mit einem Slick fährst und es fängt stärker an zu regnen. Du musst dich hier wirklich nochmal 25 Kilometer quälen. Was du dann an Zeit kaputt machst unter Umständen, ist unvorstellbar. Du meinst, du müsstest schneller fahren, es geht aber nicht. Die Jungs warten natürlich an der Box und du siehst, wie die Zeit rennt. Du hast ja ein Gefühl für die Zeit und du siehst dann einfach, oh, ich verliere, aber ich kann nichts machen. Ich muss versuchen, das Ding wieder zurückzubringen an die Box und du musst dich einfach konzentrieren und auf keinen Fall irgendwas machen, was du normalerweise nicht machen würdest, weil wenn du Profi bist, weißt du genau, was du zu tun hast. Versuchst du irgendeine Aktion, geht das meistens schief. Also einfach das machen, was dir der Instinkt sagt und dann kriegst du meistens auch das Auto wieder zurück zur Box. Die Ahlsen-Jungs, die sind natürlich auf der Nordschleife hier ziemlich erfolgsverwöhnt. Nagelneu aufgebautes Auto und dann stehen die auf Startplatz 29, unter anderem mit Klaus Ludwig auch am Steuer. Da waren die Gesichter, denke ich, gestern Abend dann schon ziemlich lang. Aber ich glaube, die haben keine Priorität aufs Qualifying gesetzt. Die möchten einfach eine gute Rennperformance haben und hier sehen wir, glaube ich, ein Auto mit ziemlich großer Qualmentwicklung, habe ich gerade gesehen. Da schleift aber richtig was. Offensichtlich an der Karosserie könnten Reifen sein. Oder wo kommt der Qualm sonst her? Also wenn es dann ein Motorenproblem wäre oder so, das wäre natürlich ganz eitrig. Haben wir jetzt nicht erkennen können aus den Bildern, aber da war ziemlich viel Dampfentwicklung. Schauen wir einfach uns diese Bilder an, faszinierend. Und in dieser frühen Phase schon diese vielen Überholmanöver. Durch die Verschiebung natürlich, durch die Reifenwechsel hat es eine Verschiebung gegeben zwischen den einzelnen Startgruppen. Und jetzt bist du natürlich direkt mittendrin, auch zwischen den langsamen Fahrzeugen. Und hier geht es nur miteinander. Wenn du hier versuchst, gegeneinander zu fahren, geht das meist in die Hose. Du musst einfach warten, auch die kleinen Fahrzeuge sind natürlich am Kämpfen. Die sind teilweise mit 3-4 Leuten nebeneinander und kämpfen um Positionen. Da hast du nur die eine Chance, dich hinten anzustellen, zu warten, bis genügend Platz da ist, ab und zu mal die Lichthupe betätigen, damit zu sehen, dass du dahinter bist. Aber auf keinen Fall irgendeine Aktion oder dass man vielleicht an ein anderes Auto dran fährt und sich vielleicht was kaputt fährt. Da ist einfach Geduld angesagt. Unsere Zuschauer sind sehr aufmerksam. Es gibt die ersten 36 Fahrzeuge mit diesen blauen Flashlights. Also auch der Lamborghini von Stuckhof 3 ist mit einem Flashlight ausgestattet. Es hieß im Vorfeld und während der Qualifikation immer, es werden die ersten 30 sein. Aber so steht es im Reglement. Die Rennleitung behält sich vor, dass man auch kurzfristig bis zum Rennbeginn noch Veränderungen vornimmt. Und da hat man offensichtlich darauf reagiert, dass es dieses Jahr ein dermaßen geballtes, dichtes Feld ganz vorne gibt. Aber was heißt ganz vorne? Das geht bis Platz 40-50, wenn man die Rundenzeiten angesehen hat. Und dann hat man sich sicherlich gedacht, okay, dann geben wir ein paar blaue Flashlights mehr mit aus, damit dann auch die mit berücksichtigt werden, die dann auch im Zehntelbereich bei Platz 30 mit dran waren. Eine sehr sinnvolle Entscheidung. Gut so. Auf jeden Fall. Hier gibt es halt mittlerweile eine Unmenge von tollen Autos, viele Werksautos dabei. Und deswegen kann man das ruhig überdenken, dass man sagt, okay, man geht vielleicht sogar bis auf 40 hoch, wenn ich so viele gute, schnelle Autos dabei habe, um denen einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie im Verkehr ein bisschen besser durchkommen. Natürlich die Tage des Donners hier bei Sport 1. Nicht nur die 24 Stunden am Nürburgring, auch die Motorradweltmeisterschaft stand heute groß im Mittelpunkt. Und da sind wir Ihnen noch ein Siegerinterview schuldig, während wir hier den Farnbacher Ferrari sehen, der auf Rang 3 zurückgefallen ist. Denn die beiden BMW M3 GT2 liegen in Führung. Nummer 7 von Nummer 1, also für die Weiß-Blauen lässt sich das hier
richtig gut an in diesen ersten knapp 40 Minuten. Aber jetzt ganz schnell das Siegerinterview aus Assen. Also, vier Runden haben die Fahrer an der Spitze hinter sich gebracht. Die Kombination Müller-Werner-Adorf-Lamy liegt vorne. Dahinter der Titelverteidigerwagen, also die beiden BMW M3 GT2, sind in Führung. Dahinter das Auto mit der Startnummer 11 von Mantai Racing mit Lied Bernhard, Dumas und Luhr. Der Farnbacher Ferrari, der auf Pole stand, vorne an der Spitze ins Rennen gegangen ist, den wir hier wildblinkend im Feld sehen. Auf Platz 4 momentan, dahinter die Startnummer 22, ein Mercedes-Flügeltürer, eingesetzt von Black Falcon mit Thomas Jäger am Steuer. Dahinter der Mamaro-Flügeltürer auf Rang 6. Dann der Porsche mit der Nummer 9, das ist der Hybrid-Porsche, während wir hier beim Mamaro-Rowe-Flügeltürer einen Schaden sehen. Hinten links, da ist das Gummi schon von der Felge gerutscht, aber die Felge steht da auch nicht mehr so im Radkasten drin, wie sie eigentlich drinstehen sollte, wenn ich das richtig sehe. Ja, man muss mal schauen, ob der einen Treffer bekommen hat oder ob er einen klassischen Reifenschaden hat. Ja, aber es ist Startnummer 36. Entschuldigung, das ist nicht der Mamaro mit Chris Mamaro, sondern das ist der andere Flügeltürer. Ich bin mal gespannt, ob man das vielleicht noch mal in der Zeitlupe sehen kann, ob man das irgendwo einfangen konnte, ob es da eine Berührung gegeben hat beim Überholen oder ob die einen klassischen Reifenschaden haben. Es sieht mir fast so aus, als wenn er irgendwo eine Berührung gehabt hätte, weil hinten an der Stoßstange waren ein paar schwarze Spuren von einem anderen Auto eventuell. Die lagen auf Rang 29, das wirft die Truppe natürlich jetzt aber mal gewaltig zurück mit Alexander Roloff, Roland Rehfeld, Hubert Haupt und Marco Schelp. Das sind die Dinge in der Anfangsphase, wenn es so extrem eng zugeht, in vielen Passagen. Unterschiedliche Reifen gefahren werden aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit. Und du hast es vorher schon mal sehr eindrucksvoll geschildert. Wenn man dann das Auto verliert, weil es einfach richtig rutschig wird, weil man zu spät vielleicht gewechselt hat, dann passieren solche Situationen. Sie sagen natürlich jetzt, wo sind die Bilder? Das ist relativ schwierig, alles hier zu produzieren. 25,4 Kilometer Rennstrecke. Da draußen sind über 40 Kameras installiert, aber man kann nicht alles einfangen. Das geht leider nicht, aber wir sind natürlich um Aufklärung bemüht. Die beiden BMWs sind super schnell unterwegs. Im Schnitt 25 Sekunden schneller wie der Rest. Also 9.10, 9.15, die letzte Runde. Der dritte mit Lieb Bernhard, der Porsche mit der Startnummer 11, fährt eine 49er Zeit. Also die machen schon Gas da vorne. Und auch hier der Hinweis von den Zuschauern, die da ganz nahe dran sind. Die Räder Audi TTS, die sind mit Frontantrieb hier unterwegs, heißt es. Da gibt es Möglichkeiten des Umbaus. Je nachdem, ob man Front-, Heck- oder Allradantrieb verwendet, gibt es da unterschiedliche Gewichtseinteilungen. Auch da die Frage, für was man sich entscheidet. Bei diesen Bedingungen hier wäre Allrad natürlich nicht so ganz schlecht gewesen. Sei es drum, der Wagen mit Frank Bieler und Martin Tomczyk steht definitiv lange Zeit in der Garage, muss repariert werden. Dieser Zeitverlust gleich zu Beginn, das ist gleich mal ein Frustpotenzial, was man wegschlucken muss. Das ist gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall ist natürlich ein Drama. Hier gibt es die nächsten Überholmanöver. Die beiden Audi R8, die sind ein kleines Stück zurückgefallen, liegen auf den Plätzen 14 und 15. Das Auto mit Ekström und Scheider mit der Startnummer 14 hat die Nase lange vorne gehabt. Da gab es dann den Positionstausch untereinander. Baseng, Fessler, diese Kombination dicht dahinter. Und da muss man das Auto doch am Streckenrand abstellen. Wir haben den Funkenflug gesehen. Das tut der Felge natürlich nicht gut im ganzen Hinterteil des Fahrzeuges. Schade. Nach wie vor sehr viel Arbeit in der Boxengasse. Was sind das für schwierige Bedingungen da draußen? Das kann man so schwer einschätzen. Und es ist ja nicht so wie bei kürzeren Rennstrecken, permanenten Rennstrecken, dass man rausguckt und weiß, so ist es dann überall. Auf diesem extrem langen Kurs, da kann es komplett nass sein an einem Streckenabschnitt, woanders wieder staubtrocken. Das ist natürlich auch der ganz besondere Reiz an diesem Kurs hier in der Eifel. Absolut. Die Nordschleife bietet natürlich alles, was man sich denken kann. Also die hat immer wieder neue Überraschungen. Und wie du eben schon sagtest, du kommst um eine Ecke rum, es ist komplett trocken.
dann ist es mal wieder nass und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass es immer dunkler wird und es wird für den Fahrer immer schwieriger auszumachen. Ist es irgendwo nass oder ist es trocken? Ich kann natürlich nicht mehr die unterschiedlichen Farben des Asphalts sehen und das macht die Sache natürlich nicht einfacher und da ist sehr, sehr viel Gefühl gefragt und verhaut man sich einmal, wenn man so am Limit ist, gibt es keine Chance. Gibt es direkt einen Schaden, Blechschaden, weil wir so gut wie keine Auslaufzonen hier auf der Nordschleife haben. Der kleinste Fehler wird natürlich dann mit einem Blechschaden bestraft und das ist natürlich dann umso trauriger. Alle bemühen sich natürlich, das Ding auf der Straße zu halten, aber die Situation momentan draußen auf der Rennstrecke ist nicht die einfachste. Da ist die maximale Konzentration gefragt, vor allen Dingen beim Überholen, wenn ich immer wieder vom Trocknen aufs Nasse muss. Jetzt natürlich schwierig. 30 Sekunden, bitte dranbleiben, dann geht es hier sofort auch wieder weiter. Viele Fragen über unser Mail-In. System an Uwe Alsen. Die eine sicherlich sehr hochinteressant, die viele beschäftigt, von Benjamin Meyers. Der will wissen, wie viel Sprit verbraucht man bei den Spitzenfahrzeugen während dieser 24 Stunden. Können wir relativ schnell hochrechnen, wie viel Sprit braucht man in der Runde? Man braucht in der Runde, je nach Streckenverhältnisse, zwischen 10 und 12 Liter. So, und das Siegfahrzeug im vergangenen Jahr hat 154 Runden abgespult, Taschenrechner rausgeholt, 10 oder 12 Liter pro Runde mal 154 und dann haben Sie den Spritverbrauch von einem Spitzenfahrzeug vom BMW M3 GT2 während des 24-Stunden-Rennens. Die Frage, die auch sehr viele beschäftigt, natürlich, BMW kehrt zurück in die DTM, ins deutsche Tourenwagen Masters. Hat man dich schon gefragt, ob du nächstes Jahr in der DTM an den Start gehen wirst? Nein, man muss jetzt erstmal die Teams aussortieren, wer wird die Einsätze des M3s übernehmen. Schnitzer wird mit Sicherheit der Bestandteil sein, der Werksmannschaft. Die Fahrerfrage wird später geklärt, aber das überlasse ich den Leuten in der oberen Etage, das zu entscheiden. Der Audi TT mit dem Frontantrieb von Reda Motorsport mit unter anderem Bieler und Martin Tomczyk, dem aktuell Führenden in der DTM, gehen wieder auf die Strecke raus, haben also eine ziemlich lange Reparaturpause gehabt und der Taschenrechner hat auch bei uns geraucht. Also man kommt auf einen Spritverbrauch, was die BMWs zum Beispiel angeht, in der Spitzengruppe von 1544 Liter, wenn man es genau nimmt. So, und da gibt es rauchende Colts am Heck des Fahrzeuges. Ist das das Mudo-Auto? Jawohl. Also was haben die denn bitte für ein Pech? Und schauen Sie mal ins Cockpit rein. Der sieht ja gar nichts mehr. Der kommt mit einer satten Rauchvergiftung in die Boxengasse. Eieieiei. Kompletter Blindflug. Im ersten freien Training, da haben sie einen Dreher gehabt, gleich als sie rausgefahren sind. Im ersten Zeittraining ein Riss im Krümmer. Dann haben sie das Auto nach Mendig gebracht in die Werkstatt, haben einen Serienkrümmer eingebaut, haben den Leistungsverlust von rund 30 PS in Kauf genommen. Im zweiten Zeittraining lief es nicht rund. Sie haben nicht genug Runden abgespult, haben ein Gnadengesuch eingereicht bei der Rennleitung. Sie durften am Rennen teilnehmen und jetzt dieses Problem gleich wieder in der ersten Rennstunde. Also die haben irgendwie das Pech, aber so richtig an den Hacken kleben. Schlimm. Also ich habe ja heute auch schon den World Cup fahren dürfen. Ich hatte auch die Seuche. Ich wollte dich nicht darauf ansprechen, ja, aber wenn du es schon von alleine tust. Ein Drama. Porsche World Cup, für die Erklärung, die es nicht mitbekommen haben. Rund 100 Porsche waren heute auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs, glaube für 6 Runden. Das richtig war die Distanz. Und ich bin auch gefragt worden im Vorfeld in ein paar Interviews, wer ist denn für dich der Favorit? Dann habe ich immer gesagt, in der Reihenfolge Alsen, Rast und dann kommt der Rest der Porsche-Werksfahrer. Aber da war nicht allzu viel von zu sehen. Ich will das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Dennoch, dein Schicksal wollen wir kurz aufklären, denn wir werden heute Abend im Verlauf unseres Programms auch noch eine ausführliche Zusammenfassung dieses Porsche World Cup Rennens zeigen. Okay, dann schauen wir uns das heute Abend an. Nö, wir können schon sagen, wie es bei dir war. Du bist erste Runde rausgefahren und dann habe ich dich nach der ersten Runde schon reinkommen sehen in die Boxengasse, aber du hast noch nicht wirklich viel gesehen, oder? Nach dem Start, wie die Ampel auf grün geschaltet wurde, habe ich 2 Sekunden später nichts mehr gesehen. Die Scheibe war komplett zu. Ich habe mich dann irgendwann losschnallen müssen auf den Nordschleifer. Habe dann mit dem Handschuh gewischt, dass ich überhaupt noch zurück konnte zur Box. Dort haben wir die Scheibe dann sauber gemacht, haben vorne in diesen Luftschlauch was reingesteckt, dann ging es dann besser, bin dann wieder zurück auf die Strecke, habe eine Aufholjagd gestartet, bin dann irgendwann getroffen worden von einem anderen Auto, was total den Bremspunkt versäumt hatte, kam übers Gras an und hat mir dann mal während der Fahrt 2 Räder abgeschraubt. Das war dann das Wochenende im World Cup. Wir hatten uns
gut vorbereitet, hatten uns sehr viel vorgenommen, wollten eigentlich Podium fahren. Nichts ist draus geworden. Ich hoffe, dass das jetzt reicht mit dem Pech, was ich gehabt habe, dass jetzt nach vorne geht. Die BMWs sind momentan auf 1 und 2, sieht nicht schlecht aus, aber wir haben halt noch 23 Stunden zu fahren und von daher ist noch alles offen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ein bisschen Glück dabei der Sache haben und dass wir hier relativ problemlos durchkommen. Wie das Auto ausgesehen hat von Uwe Ahlsen da beim Porsche World Cup Rennen, das zeigen wir Ihnen heute Abend ab 21 Uhr. Und da gab es dermaßen viele spektakuläre Aktionen. Da hat es gerappelt ohne Ende. Lohnt sich auf alle Fälle, das anzuschauen. Das ist allerbestes Entertainment. Wir kehren zurück hier auf die Strecke und wir haben weiterhin die beiden BMW M3 GT2 in Führung liegend. Auch das eine sehr interessante Frage an dich von Markus Graf. Die Autos, die wir hier sehen, die von euch eingesetzt werden, unterscheiden die sich in irgendeiner Form von den Fahrzeugen, die in Le Mans am Start waren? Geringfügig. Wir können ja hier ABS fahren, in Le Mans dürfen wir keine ABS fahren. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, aber im Grundsatz ist das Auto das gleiche. Es sind natürlich nicht dieselben Autos, die in Le Mans gefahren wurden. Es sind andere Autos, neue Autos jetzt wieder hier für das Rennen, weil die Autos von Le Mans, was ja eigentlich eine Woche vorher stattgefunden hat, das Rennen, da sind die Autos dann so mitgenommen. Die kriegt man in der einen Woche nicht mehr so auf den Stand, dass man mit einem frischen Auto fahren kann. Deshalb gibt es dann zwei neue Autos, die sich in der Technik nur geringfügig unterscheiden. Was mir eben noch aufgefallen ist, dass der Mantai Porsche so lang mit Regenreifen draußen geblieben ist. Ich glaube, die haben ganz schön was verloren jetzt. Die haben eben gerade einen Radwechsel gemacht, meiner Meinung nach mindestens zwei Runden zu spät. Schauen wir gleich mal beim nächsten Durchgang, wo sie sich wieder einreihen. Aber das war, glaube ich, ein Fehler. Die beiden BMW an der Spitze fahren in der letzten Runde eine 8,59,2 und eine 9,009. Der Farnbacher Ferrari mit 8,55,2 unterwegs. Der Mamaro Flügeltürer auf Rang 4 liegend mit 9,00. Dann Bergmeister im Hybrid Porsche auf Rang 5 nach vorne gekommen mit 8,49,9. Das ist die schnellste Zeit an der Spitze vorne mit dem zweiten Mantai Porsche mit der Startnummer 18 auf Rang 6 liegend, auch eine 8,49. Und der Flügeltürer mit Lance Arnold, die Nummer 32, Heiko Motorsport, auch eine 8,50er Rundenzeit. Also da wird jetzt richtig angeblasen an der Spitze und das zeigt auch, die Strecke wird immer trockener, bietet immer mehr Grip und die Rundenzeiten, die werden immer niedriger. Ja, man sieht das Fahrzeug mit Lieb, Bernhard, die Startnummer 11 waren eben drin. Jetzt sind sie wieder draußen auf der Strecke. Also die haben in Runde 5 den Stopp gemacht. Das war kein guter Schachzug meiner Meinung nach. Die werden jetzt ein bisschen was verlieren. Wir müssen beim nächsten Durchgang schauen, wo sie sich wieder einpendeln. Die Rundenzeiten gehen jetzt runter, sind aber immer noch 25 Sekunden vom Machbaren weg. Also die Strecke ist immer noch nicht in einer optimalen, optimalen Zustand. Und trocknet weiter ab, es scheint nicht zu regnen und dann werden auch die Rundenzeiten ein bisschen noch purzeln. Schauen wir uns das mal an. Der Farnbacher ist wieder auf dem Vormarsch, hat 41 Sekunden Rückstand, war in der letzten Runde 5 Sekunden schneller wie der Rest. Nicht also schlecht. Da geht ein bisschen was. Spitze ist ziemlich dicht beisammen, was die Rundenzeiten angeht. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns die erste Stunde begleitet Danke. Hat. Und vielleicht lässt sich das nochmal machen im Laufe dieses Rennens. Die Fans wollen dich hören. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass es für euch ein richtig gutes Rennen wird bei den 24 Stunden. Danke fürs Dasein und wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Wir sind zurück in der Eifel und das bei wieder einsetzenden Nieselregen. Tim Schrick bei mir, denn das die 39. Auflage der 24 Stunden hat das erste kleine Opfer schon gefunden. Euer Bio Rocco, der hat nämlich mächtig gequalmt mit Smudo am Steuer, ist schon ausgestiegen, hat eine kleine Rauchvergiftung schon davon gezogen. Nee, ich habe ihn noch kurz gesehen, der sieht noch gesund aus. Der fliegt jetzt auch weg aufs Konzert heute Abend in Burghausen. Wir haben anscheinend einen Turboladerschaden, deswegen Ölverlust, der ist in das Auto stark gequalmt. Also ich weiß nicht, ob wir noch einen Turbolader da haben, aber ich hoffe, dass ich auch noch fahren kann, weil bei mir hat sich einiges an Fahrlust aufgestaut. Ich wollte gerade sagen, Pleiten, Pech und Pannen dieses Wochenende bei euch, denn ihr seid keine einzige gezeitete Runde gefahren in den Qualifyings. Woran hapert es denn? Wir haben einfach Probleme. Wir hatten mit einem gemachten Turbo Probleme gehabt. Das war ein konstruierter großer Turbo. Der hat nicht geklappt. Dann haben wir heute Nacht ein Auto und aus einem Privatauto einen Turbolader eingebaut. Der hat auch nicht funktioniert. Der ist jetzt gerade hops gegangen. Und da muss irgendein Problem sein, was halt sonst niemand sieht. Sonst geht ein Turbolader nicht nach, keine Ahnung, 5-6 Runden kaputt. Das ist irgendwie, irgendwelche Renngötter lachen sich kaputt und wollen, dass wir leiden.
Und dann gibt es nicht nur Rennen, sondern auch Regengötter, die hier in der Eifel ein bisschen verrückt spielen. Aber du hast ganz interessante Informationen, weil Smudo, der fliegt hier selber. Das heißt, der hat ganz besonderen Zugang zu Radarbildern. Was sagt er denn? Wie soll es denn aussehen in den nächsten Stunden? Also Herr Smudo hat gesagt, dass es bis 18 Uhr noch vereinzelt Schauer, so wie jetzt auch, haben wird. Danach ist es erstmal trocken. Und die Nacht kann es eventuell nieseln, aber morgen soll es über den Tag trocken bleiben. Okay, danke dir. Und wenn Sie nicht erkannt haben sollten, das hier war Tim Schrick. Ja, danke schön für diese Informationen aus der Boxengasse. Dieses Projekt mit Smudo hat unglaublich viele Fans. Das zeigen unsere E-Mail-Zuschriften. Da wollten wir natürlich auch für Aufklärung sorgen. Die Situation rund um den 125er Audi TT, diese Startnummer 125 von Reda, haben wir bereits analysiert mit Frank Bieler. Einer, der auf diesem Auto sitzt, ist der aktuell Führende im deutschen Tourenwagen Masters, Martin Tomczyk, den ich ganz herzlich bei uns begrüße. Also so im Rennen einstarten ist natürlich mal eine ganz herzige Geschichte. Frustpegel extrem hoch. Ja, das gehört aber dazu zum 24-Stunden-Rennen und die Umstände sind wirklich momentan extrem schwierig und das, was passiert ist, ist schade mit dem Ablösen der Lauffläche. Sollte nicht passieren, vor allem, weil wir den Regenreifen ja auch im Trockenen getestet haben, auch unter extremen Bedingungen. Aber sowas gehört dazu. Zum Glück ist es Ende Dettinger Höhe passiert, sodass wir wirklich gleich agieren konnten und ja, das Auto mittlerweile wieder auf der Strecke haben. Als 194. im Klassement, das wird nicht das letzte Wort sein, da geht noch gewaltig was nach vorne, da bin ich mir ganz sicher. Der Ehrgeiz der Fahrer ist groß. Sie wollen zeigen, dass sie ganz schnell mit dabei sind. Und das war ein Highspeed-Dreher. Und hat ein bisschen Glück, dass er nicht im ganz dichten Pulk unterwegs ist mit der Startnummer 134. Dass es hier keinen Einschlag und keinen Treffer gegeben hat, wird eingesetzt von der Scuderia Colonia e.V. im ADAC. Auf diesem Auto sitzen Matthias und Thomas Wassel und Markus und Roman Lönert. Das sind die Situationen, die einem nachfolgenden schnellen Fahrer natürlich richtig viel Adrenalin in die Blutbahn pumpen, wenn du weißt, die Strecke ist sowas von glitschig und direkt vor dir dreht sich einer. Da kann ich mir vorstellen, da wird es natürlich dann auch im Kopf mal richtig eng. Da sehen wir einen Golf und wir sehen, dass da auf geschnittene Slicks gewechselt werden soll, aber da gibt es wieder Probleme an der Hinterachse. Und er zeigt schon an, uiuiui, das war richtig rutschig, viel rumrodeln, das ist nicht das, was man sich wünscht. Ja klar, natürlich momentan wahrscheinlich das Wetter wirklich für den Golf, gerade mit den geschnittenen Slicks, bei diesen Nieselbedingungen, ich glaube, man hat momentan die beste Ausgangsposition, aber ich glaube, Peter Terting war gerade drin gesessen, hat schon angezeigt, nervöses Heck, also auch da ein bisschen Probleme und wirklich, wenn man rausschaut, jetzt dieser Nieselregen ist extrem schwierig, dort wirklich den perfekten Grip zu bekommen, auch die Wahl der Reifen natürlich, fahre ich mit Regenreifen, dann verbrennen sie mir recht schnell, mit Slickreifen habe ich natürlich nicht wirklich den Grip und über die 24 oder 27 Kilometer ändert sich natürlich auch die Fahrbahnbeschaffenheit und das heißt es eben jetzt auszugleichen, aber momentan glaube ich entweder geschnittene Slicks, wenn sie aushalten bei den hohen Temperaturen, wenn sie warm werden oder eben Slickreifen und hier sehen wir die zwei Audi R8 unterwegs, fahren hier schon länger hintereinander her und versuchen sich einfach zusammen durch den Verkehr durchzukämpfen und es ist auch immer schön, wenn man eine Referenz zu anderen Autos hat, weil dann merkt man es, okay, wo fährt er, wie schnell fährt er in die Kurve rein. Da haben wir gerade eine Gelbphase. Auch da muss man höllisch aufpassen, aber die Ansagen waren ganz klar vom Rennleiter, der gesagt hat, dass man da merklich vom Gas gehen muss. Es darf hier keiner gefährdet werden. Da stehen dann die Streckensicherungsfahrzeuge mit Blinklichtern. Unten unter den Blinklichtern ist noch so eine kleine LED-Leuchtanzeige in Blau. Die weist dann in der Laufrichtung des Lichts an, auf welcher Seite man dann diese Stelle passieren soll. Das ist eine ganz gute Geschichte. Viele fremdsprachige Piloten hier mit dabei. Deswegen hat man da Erklärungsfilme eingespielt auf den ganzen Monitoren im Presseraum, damit auch jeder versteht, was da gemeint ist. Das sind die Bilder, die sind ein paar Minuten her während unserer Werbeunterbrechung. Beide in Führung liegenden BMW M3 GT2 beim Service. Reifenwechsel, wechseln auf Slicks und nachtanken nach 6 Runden. Das hat seine Zeit gedauert, deshalb ist der Farnbacher Ferrari wieder in Führung gegangen, aber das sieht alles sehr routinemäßig aus, ohne jegliche Hektik. Man muss natürlich auf die sich permanent verändernden Bedingungen draußen reagieren. Wenn man da zu lange draußen bleibt, verliert man sehr viel Zeit.
wechselt man die Reifen zu früh, ist es auch nicht gut. Also das ist momentan, denke ich mal, für die Strategen und für die Teamchefs eine richtig schwere Aufgabe. Ja, momentan heißt es wirklich langsam das ganze Rennen anzugehen. Wir haben jetzt gerade knapp über eine Stunde hinter uns gebracht. Also gerade bei diesen wechselnden Bedingungen ist jetzt wichtig, einfach ranzutasten, auch wie wir hier sind, ein bisschen im Konvoi zu fahren, um einfach möglichst jedes Risiko aus dem Weg zu gehen, um heil durchzukommen und dann zu hoffen, dass sich das Wetter bald entscheidet hier. Aber die letzten 4 Tage waren wirklich hier ein Auf und Ab, Regen, Sonnenschein. Man wusste wirklich nicht, was als nächstes kam. Und so schaut es auch jetzt beim Rennen aus. Aber ich hoffe, dass sich es wenigstens in der Nacht für eine Situation entscheidet, entweder Regen oder Trocken, weil nachts ist es natürlich ganz anders einzuschätzen. Jetzt hier sehen wir schön im Bild Windschatten, der Audi R8 hinter dem BMW, fast identische Topspeeds, also da hat man wirklich versucht, durch die Balance of Performance wirklich jeden dieselbe Leistung und dieselben Rundenzeiten zu geben und zu ermöglichen. Durch die völlig unterschiedlichen Karosserieaufbauten natürlich dann auch unterschiedliche Windwiderstandswerte, die flachen Fahrzeuge, die Porsche, die Audi R8, auch dieser Flügeltürer. Das sieht da alles ganz ordentlich aus, was den CW-Wert angeht, aber wenn ich mir die Golf GTI angucke, das ist fast so ein CW-Wert wie beim Lastwagen. Ja, auf alle Fälle. Wobei, wir haben auch gesehen, dass der auf der Geraden richtig flott ist und dass er locker mithalten kann mit den SLS, mit dem R8 oder mit dem BMW oder mit dem Porsche. Also der hat wirklich gute Leistung und der fährt ja auch sehr gut mit jetzt im Pulk. Die Frage, die uns über unser Mail-In-System immer wieder gestellt wird, wollen wir auch gerne beantworten. Zum einen noch einmal, es gab eine kurzfristige Entscheidung der Rennleitung, nicht die ersten 30, sondern die ersten 36 haben die blauen Flashlights bekommen. Deshalb auch der Lambo von dem Team Stuck von Reiter Engineering, die waren 34. in der Qualifikation, also bitte das nochmal zur Erklärung, wenn es da blinkt an der Beifahrerseite in der Scheibe, auch die haben ein solches blaues Blinklicht bekommen. Das ist im Reglement so festgehalten, dass die Rennleitung sich bis kurz vor Rennbeginn Veränderungen, was das Reglement angeht, noch vorbehält. Da hat man auch gesehen, was die Balance of Performance angeht. Nachdem der Farnbacher Ferrari in 8,23 hingeknallt hat in der ersten Qualifikation, hat man dem mal schnell 25 Kilometer auf den Weg gegeben, damit das nicht so überlegen aussieht. Aber auch hier stellen wir wieder fest, das wird gewaltig gepokert, allenthalben. Und auf der Strecke, wenn das Rennen dann mal gestartet ist, sieht es alles wieder ganz anders aus. Momentan fährt der Farnbacher Ferrari an der Spitze liegend eine Rundenzeit von 9 Minuten 19. Der Mamaro Flügeltürer mit 9,23 dahinter. Dann der Hybrid Porsche auf Rang 3 liegend mit 9,22. Der Mantai Porsche mit der 18 mit 9,23 dahinter. Also es ist unglaublich eng und dicht. Der nächste Flügeltürer mit der Nummer 32 von Heiko Motorsport mit 9,21, die geben sich da vorne überhaupt gar nichts. Die Frage ist natürlich immer wieder diese Überholmanöver, wie kommt man vom Timing her an die ganz engen Stellen hin? Findet man da schnell den Weg an den langsamen Autos vorbei? Man muss natürlich auch deren Rennen respektieren. Man kann nicht immer nur davon ausgehen, dass die sich bis ins Kiesbett verabschieden, damit ihr freie Fahrt habt, weil die fahren ja auch ihr eigenes Rennen. Ja, auf alle Fälle. Und gerade jetzt bei den Bedingungen ist es natürlich so, dass es auf die Ideallinie zu 100% oder mehr oder weniger zu 100% trocken ist und abseits der Ideallinie etwas feucht. Und natürlich, wenn ich überholen möchte, möchte natürlich auch nicht das langsame Fahrzeug mit Slickbereifung auf die feuchte Stelle ausweichen. Also momentan sehr schwierig, da wirklich den Weg durch den Verkehr zu finden. Und vorher haben wir ja auch gesehen, die R8 wechseln sich immer sehr schön ab in der Führungsarbeit und fahren wirklich im Doppelpack, um das Risiko eben zu minimieren und wirklich dort zu zweit durchzupflügen. Sehr viele Fragen immer wieder nach dem Eifelblitz, den Scheid BMW. Es gibt ein Auto, da steht Eifelblitz drauf. Die Startnummer 100 wird eingesetzt von Pole Promotion rund um Dennis Rostek. Andreas Simonsen ist mit dabei, Stefan Landmann und Frank Krehling. Der ist hier im Rennen mit dabei. Frage, die auch gestellt wurde, wie viele Reifensätze verbraucht man während so einem 24-Stunden-Rennen? Es kommt natürlich darauf an, welche Bedingungen wir haben. Ganz klar, wenn jetzt solche Mischbedingungen sind, ich habe auf Regen oder auf Intermediates gestartet, habe auf Slip gewechselt, dann wechsle ich eventuell wieder auf Regen zurück. Also da braucht man wirklich sehr, sehr viele und man wechselt eigentlich nach jedem Stint die Reifen. Das heißt, nach allen 8 oder 9 gefahrenen Runden, zumindest die Slickreifen, wechselt man da. Bei den Regenreifen kann es sein, wenn es wirklich sehr stark regnet und konstant regnet, dass die Regenreifen für 2 oder 3 Stints gut sind. Und da kann ich mir das natürlich ein bisschen einteilen. Und das ist eben das Wichtige, dass ich immer auf dem optimalen Reifengrad unterwegs bin. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung hier auf der Nordschleife.
die wahnsinnig vielen Golf-GTI-Fans da draußen entlang der Strecke und zu Hause fragen immer wieder, wo sind sie denn, die Golf-GTIs mit der Nummer 235, der so extrem viele Probleme gehabt hat, weil man da die Ersatzteile, was das Differential anging, erst einmal herschaffen musste. Die wurden aus einem Testträger ausgebaut und dann hier an der Strecke erst eingebaut. Deshalb wenig gezeitete Runden für die Kombination mit Johnny Herbert und Mark Lundell. René Rast ist mit dabei. Also die fahren momentan auf der 27. Position, haben wenige Trainingsmöglichkeiten gehabt und sind trotzdem hier Bestplatzierte ihrer eigenen, hauseigenen Truppe. Das ist ein richtig starkes Rennen, was die Herren hier zeigen. Sind auch gute Fahrer auf dem Fahrzeug. Aber also definitiv. Man sieht es auch dieses Jahr wieder extrem, die Fahrerbesetzung. Wirklich, sie kommen von jeder Rennserie hierher, wirklich um das 24-Stunden-Rennen Nürburgring zu fahren. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder wahnsinnig dabei sein zu können, auch wenn es in der Anfangsphase kleinere Probleme gegeben hat. Aber 24 Stunden sind lang, vor allem wenn die Nacht einbricht. Also ich freue mich schon extrem jetzt auf meinen ersten Stint. Ich bin der Letzte der vier, der drankommt, also so circa um 7:30. Und ja, dann geht es auch schon langsam in die Nacht rein. Du bist es gewohnt als Vollprofi, 11. Saison DTM, da geht immer alles extrem geordnet zu. Du hast viel Platz in deiner Box. Da kann man richtig Rollschuh laufen drin von der Größenordnung. Hier haben wir in der gleichen Box, die in der DTM für ein Fahrzeug verwendet wird, 6 bis 8 Fahrzeuge drinstehen. Ungeheuer viele Menschen, die da rumlaufen. Alleine rund 800 Piloten, die diese 202 Autos pilotieren. Da kommen die ganzen Mechaniker, Teamchefs, die Angehörigen mit dazu. Das ist ein Gewusel ohne Ende. Wo liegt da der Reiz für dich? Ja, aber genau das gehört ja dazu zum 24-Stunden-Rennen. Ich bin auch froh, dass es so ist, weil genau das macht diesen hautnahen Motorsport aus und das macht auch das 24-Stunden-Rennen Nürburgring aus. Und in der Box sieht es ja fast schon so aus wie auf den Zeltplätzen draußen. Also da wirklich muss man ja sich einen Weg durchkämpfen. Und auch jetzt aber, wenn wirklich ein Problem bei einem Auto ist, so wie es bei unserem Auto war, dann sieht man aber auch, dass jeder zusammenhilft. Da wird diese Arbeitsfläche abgesperrt, sodass das Team genug Platz hat zu arbeiten. Also da ist man dann Racer genug und hilft auf den anderen und versucht die Leute eben dementsprechend abzuhalten, dass sie nah ans Auto hinkommen. Aber genau das ist der Reiz und das macht extrem viel Spaß. Und auch der Reiz der unterschiedlichen Fahrzeuge, die hier am Start sind, berechtigter Hinweis eines Zuschauers, auch ein Subaru Impreza WRX ist mit hier im Feld, mit der Startnummer 155. Da sitzen zwei Japaner drauf, Marcel Engels fährt mit und Carlo van Damme aus den Niederlanden und die haben sich auf Rang 41 nach vorne geschoben, also so ein Allradantrieb, der hilft. Räder setzt hier Frontantrieb ein oder Allrad oder Heckantrieb, wie fahrt ihr denn jetzt? Es gibt ja die drei Möglichkeiten für den Audi TT. Ja, das ist ein frontgetriebener Audi TT RS und er ist ja mit der Quattro GmbH als Kundensportauto aufgebaut worden, also den wird es auch demnächst zum Kaufen geben für die Kunden und das ist so der letzte Shakedown oder das Präsentieren des Fahrzeugs und das ist natürlich schon schön, wenn man da in der Entwicklungsphase gerade am Anfang bei den Abstimmungsarbeiten dabei war und ich muss sagen, das Auto lässt sich hervorragend wirklich fahren durch den Frontantrieb, also wirklich sehr einfach zum Fahren, sehr zügig und im Qualifying waren wir 10 Sekunden langsamer als ein Audi R8, also das Auto hat auf alle Fälle Potenzial und ja, das wollen wir jetzt hier im 24-Stunden-Rennen zeigen. Von der Einteilung her, der Fronttriebler rund 900 Kilo leichter als der Allradler, aber mit Allrad wird ihr jetzt natürlich auch ganz gut unterwegs. Ja, auf alle Fälle. Also im Regen ist es, glaube ich, gibt es nichts, was besser ist als Allrad. Das ist, glaube ich, unumstritten. Das war so, wo der Allrad gekommen ist in den Motorsport und das hat sich auch bis jetzt oder ist bis jetzt angehalten. Man muss allerdings sagen, die technischen Details, was wir in dem R8 oder auch in dem TTRS fahren, mit ASR, mit ABS, erleichtert das natürlich schon, auch im Regen zügig zu fahren. Aber trotz alledem, 4 angetriebene Räder sind immer besser als nur 2 angetriebene Räder. Ganz starke Performance bislang von den Flügeltürern, 1350 Kilo, das ist natürlich schon mal backen viel, was man da transportieren muss, aber 6,2 Liter Hubraum, früher hat es mal geheißen, Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum. Ja, und man hört den Hubraum auch, wenn sie vorbeifahren. Also die haben einen richtig satten, tiefen Klang. Und es ist auch ganz toll, wenn man sieht, wie viel SLS hier an den Start gegangen sind. Also ich hoffe auch, dass so viele ankommen. Das sind Konkurrenten von dir. Ja, aber es ist ja schöner, wenn man es auf der Strecke überholt, wie durch Ausfälle überholt, oder? So soll es sein. Das muss man absolut sportlich sehen. Der Farnbacher liegt also vorne, der Ferrari F458. Wart ihr ein bisschen überrascht von der Performance oder habt ihr damit gerechnet?
Also die Performance gerade natürlich Anfang Qualifying, ich glaube, das war die erste oder zweite fliegende Runde, die war schon extrem schnell. Und wenn man mal gleich die erste Runde 7 Sekunden schneller fährt, dann grübelt man natürlich schon am Anfang. Aber trotz alledem, ich glaube, dass sich es im Rennen wieder relativiert, die Rundenzeit, weil einfach da auf Konstanz gesetzt werden muss. Und da kann so viel passieren. Und ich glaube, im Rennen ist einfach die Rundenzeiten oder sind die Speed recht simultan und recht gleich, und von dem her gleicht sich das wieder aus. Hier auch ein schönes super Bild hier, Ende der Düngerhöhe, ein SLS, zwei R8, ein BMW dabei. Da gibt man sich's richtig im Windschatten, versucht natürlich den Windschatten auszukosten und am Ende der Dettinger-Höhe zu überholen. Wir sehen auch hier wieder kräftigen Scheibenwischer, also es scheint anscheinend wieder ein bisschen zum Nieseln zu beginnen. Und schönes Pulk hier. Der BMW mit der Startnummer 7, der war schon in Führung gelegen, momentan auf Rang 9 und der Titelverteidiger auf Rang 13. Diese Boxenstops, die haben natürlich bei diesen wechselnden Wetterbedingungen hier in der Anfangsphase einiges immer wieder durcheinander gewirbelt. Nicht ganz so leicht den Überblick zu bewahren in diesem extrem großen Feld, aber das macht ja natürlich auch den Reiz aus. Man wird am Ende erst sehen, welche Strategie sich da am besten durchsetzt. Aber solche Überholmanöver, Überrundungen, Vorbeifahren, wie man das nennen will, diese Windschattenschlachten, à la Bonheur, das ist doch richtig geiler Motorsport. Ja, da würde ich jetzt am liebsten mittendrin sein. Also wenn ich diesen Fünfkampf hier sehe, also ich würde am liebsten jetzt genau in der Mitte drin sein und da mitmachen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres jetzt für einen Rennfahrer, wie da mittendrin zu sein und über die Nordschleife zu hetzen. Schwierige ist auch jetzt unter diesen Bedingungen wirklich die Strecke einzuschätzen, weil gerade wenn man jetzt im Pulk fährt natürlich und man bekommt den leichten Spray von dem Vordermann ab, sprich er sammelt Wasser vom Diffuser von der Strecke auf und sprüht es ganz leicht nur auf die Frontscheibe und ich aktiviere den Scheibenwischer, dann verschmiert das ein bisschen, ich bekomme viel Öl, viel Dreck auf die Frontscheibe und habe dann schon ein bisschen das Problem, die Strecke wirklich einzuschätzen, sprich ob sie noch feucht ist, ob sie ganz trocken ist, ob sie nass ist, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schwierige, und da ist es natürlich gut, wenn man sich an Vordermann orientieren kann. Der Sport 1 Mini, der unterwegs ist mit Nico Bastians, unter anderem am Steuer, ist verunfallt. Leider Gottes auf Höhe Kallenhardt. Schade drum, aber bei diesen Bedingungen ist das kein Wunder, dass hier der ein oder andere einen sehr unerwünschten Ausflug hat Richtung Botanik und dann auch Richtung Streckenbegrenzung. An einigen Streckenabschnitten stehen die Leitplanken ja extrem nah am Asphaltband. Da kann man sich keinen Fehler erlauben. Ja, eigentlich überall hier an der Nordschleife, wenn man nicht gerade am Grand Prix-Kurs unterwegs ist. Aber es ist natürlich schade, es ist natürlich ein herber Rückschlag, weil es steckt so viel Ehrgeiz, Energie, so viel Motorsportherz drin, um hier an den Start zu gehen, um alles vorzubereiten. Und dann nach einer Stunde 20 dann das auszuhaben, ist natürlich nie schön. Und die Top-Autos hier pfeilen am Aston Martin V12 Zagato von Dr. Ulrich Betz eingesetzt, förmlich vorbei. Der hat da auch die Tür weit offen gelassen, will da niemanden im Weg stehen. Aber das Auto ist natürlich auch extrem stark motorisiert, nur sehr weit zurückgefallen, momentan nicht vorne mit dabei. Und deshalb ist es auch richtig, die Schnelle durchzulassen. Und da nimmt man auch mal eine Abkürzung, wenn man sehr mutig ist. Aber dann kann auch sowas bei rauskommen. Das ist eine ganz wilde Offroad-Einlage, die ziemlich übel enden kann. Geht hier quer durch die Rabatte, hat Glück gehabt, dass er nicht im Kiesbeck stecken geblieben ist. Dieser Porsche von Santa Boras, da sitzen 4 Schweden drauf. Lieber hier wie auf der Nordschleife, ja, weil hier habe ich noch die Möglichkeit, auf den Ring zu korrigieren, zurückzukommen. Ja. Und da eben nicht, jetzt geht es runter hier, glaube ich, Fuchsröhre, ja genau, Fuchsröhre runter. Auch ein super Streckenabschnitt, wo man wirklich so eine Links-Rechts-Passage hat und dann unten in die Kompression reinkommt. Dann in den Adenauer Forst hinein. Dann folgt das Metzgesfeld und dann geht es eben hin zu Kallenhardt, wo der Sport 1 Mini ganz offensichtlich verunfallt ist. Wir haben da bislang keine Bilder, vielleicht bekommen wir da noch was. Wir haben noch nicht mal 1,5 Stunden absolviert und haben schon einige Führungswechsel erlebt. Und der Porsche mit der Nummer 9, der arbeitet sich langsam aber sicher immer weiter nach vorne. Das ist der Hybrid-Porsche mit Jörg Bergmeister, der den Start fährt, dann Richard Lietz, Marco Holzer, der seinen dritten Start hier erlebt bei den 24 Stunden am Nürburgring. Und Patrick Long ist mit dabei, der Amerikaner aus Las Vegas. Mit dem Hybrid-Porsche haben ja alle gerechnet. Dieser Hybrid, diese Zusatzleistung, diese elektronische,
Die kommt beim Porsche auf die Vorderachse. Das beim Heckantrieb, das ist natürlich auch eine schöne, lustige Kombination, gerade bei diesen Bedingungen. Ja, auf alle Fälle. Das hat man letztes Jahr schon gesehen. Große Staunen natürlich über den Hybrid Porsche. Ganz tolle Aktion, auch dass er so lange durchgehalten hat. Und dieses Jahr, glaube ich, gibt es für den Hybrid Porsche auch nur ein Ziel, um den Gesamtsieg zu fahren nach der letztjährigen Präsentation mehr oder weniger von dem Fahrzeug. Und das wird auch sicherlich sein Ziel sein. Und die Strategie von Anfang an vom Rennen war, glaube ich, auch die richtige, wenn man das so sieht. Und jetzt heißt es natürlich, den Ferrari hinterherhetzen. Die Frage, die einige Zuschauer natürlich immer wieder bewegt, warum können diese BMW M3 GT2 den GT3-Fahrzeugen nicht folgen, hat natürlich einiges mit den äußeren Bedingungen zu tun, das ist klar. Aber es war auch im letzten Jahr so. Wenn es rein nach dem Speed gegangen wäre, hätte BMW niemals gewonnen. Die haben extrem davon profitiert, dass sehr viele ausgefallen sind an der Spitze. Und da gibt es eben unterschiedliche Rennkonzeptionen. Wir werden das erstmal weiterhin verfolgen. Wir haben gesehen, die haben einen Boxenstopp schon eingelegt. Es gab Reifenwechsel, das lange Nachtanken. Das muss man jetzt erstmal über die nächsten Stunden sich sortieren lassen. Dann werden wir sehen, wie stark die wirklich sind. Ja, wie gesagt, oder steht auch ein Auto das quer. War ein Farmbar. Ist das der Ferrari? Das ist der Farmbacher Ferrari, ja. Da stand ein Renault Clio plötzlich quer mitten auf der Piste. Genau, es sieht aber so aus, dass da ist nichts passiert. Nichts hatte. Nee, er musste bloß ausweichen, ja. Links vorbei ein bisschen. Also, der Ferrari von Farnbacher, von diesem Privatteam, das hier einen Höllenjob absolviert, liegt an der Führungsposition und da mein sehen Auto. Wir dein Auto. Jawohl, schön wieder hergerichtet mit wilden Blinklichtgehupe und mit durch dieses Paket hindurch. So muss es sein, schöne Aufholjagd. Michael Ammermüller sitzt noch immer am Steuer, wird dann an Frank Bieler übergeben. Und wie gesagt, ich werde der Letzte sein, der ins Auto einsteigt nach Jens Klingmann. Da haben wir den Hybrid Porsche auch noch mal von hinten gesehen. Das wird vielen Teilnehmern so gehen. Wir biegen ganz kurz in die Boxengasse ab, sind gleich wieder für Sie da. Das ist der Titelverteidiger BMW, der Weißblaue gegen einen Need for Speed. BMW Z4 vom Team Schubert mit der Startnummer 76 und so kann es gehen. Das ist der Fight um die Position 10. Und da gibt es natürlich auch eine ganz klare Ansage normalerweise. Den fetten, dicken, den GT2, den solltest du eigentlich durchlassen. Tür ist offen. Als Rennfahrer fährst du natürlich rein, weil du dir denkst, okay, der hat mich gesehen, er weiß, ich bin schneller. Pustekuchen, dann macht er die Linie in der Kurve so zu. Ist auch nicht gerade die feine Art. Ja, brenzliche Situation. Vor allem am Grand Prix-Kurs hat man die beste Möglichkeit, eine gute Ausgangsposition auf die Nordschleife zu finden. Und normalerweise sollte man auch den Positionswechsel, wenn es einen geben sollte, am Grand Prix-Kurs machen. Aber ganz klar, die Tür offen gewesen, zugezogen. Ich glaube, das hat ein bisschen Unmut in der BMW-Box hervorgerufen, weil da ist nämlich gleich die Aerodynamik vorne rechts am Splitter eventuell ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Naja, da sieht man auch, dass hinten gewaltig was schleift an diesem BMW. Also es gibt hier viele, viele solche Situationen schon in der Anfangsphase. Mit der Startnummer 91 ist das eben gewesen. Die Mannschaft von Franz Groß. Das Auto wird von Greenhell Racing betreut. Eine Mannschaft, die hier in Meuspath direkt am Ring beheimatet ist. Da sitzt Vater Franz Groß mit Sohnemann Maximilian im Auto. Und hier haben die beiden Freunde Thomas Müller und Erwin Lukas mit dabei. Blaue Flaggen, die geschwenkt werden als Anzeigen. Dafür, für die langsameren Fahrer, hinter dir kommt ein ganz schneller, vorbeilassen. Nachts würde man die Flaggen natürlich nicht sehen. Da werden Tafeln benutzt, auf die Leuchtfolie aufgeklebt ist. Also man lässt sich hier schon auf einiges einfallen. Allerdings nicht für die blaue Flagge. Die blaue Flagge wird es nicht geben am Abend, sondern da muss man sich ganz alleine auf die Lichthupe verlassen. Aber diese gelben Signale. Und genau, die gelben Signale werden gezeigt in Farben und die grünen Signale natürlich mit den Leuchttafeln. Aber an der Stelle natürlich großes Kompliment an den Streckenposten. Die machen hier seit 4 Tagen einen hervorragenden Job. Also wirklich gerade mit gelben Flaggen oder auch blaue Flaggen sind die sowas auf Zack und wissen wirklich jedes Auto, glaube ich, auswendig, was da kommt, schon alleine an den Lichtern. Also in Führung der Farnbacher Ferrari, dahinter die beiden Flügeltürer von Mamaro Rover Racing und von Heiko Motorsport mit der 32, dann der Hybrid Porsche mit der Nummer 9. Der war in der Boxengasse zu einem Wechsel und wir sehen hier die beiden Flügeltürer so dicht hintereinander, das ist ein Formationsflug. Ja, auf alle Fälle. Also wie ich vorher schon angesprochen habe. Entschuldige, wenn ich mal ganz kurz dazwischen grätsche, den sehen wir nicht allzu oft, aber das ist ein extrem faszinierendes Fahrzeug von James Glickenhaus eingesetzt. Das Team heißt Cameroon Competition, benannt nach seiner Frau Cameroon. Das ist ein N-Technology
P45. Da hat der amerikanische Milliardär mit seiner Motorsportbegeisterung die legendäre Ferrari P-Serie noch einmal nachempfunden aus den 60er und frühen 70er Jahren. Hat dieses Auto aufgebaut, aufbauen lassen von einem italienischen Team mit einer reinen Carbonhülle, mit einer Glaskanzel. Sieht sehr futuristisch aus. Eigentlich ist es ein Prototyp, der wäre hier gar nicht zugelassen. Deswegen war es auch ganz wichtig, dass da noch so ein Ferrari-Label vorne drauf kommt auf die Haube, sonst dürfte er hier gar nicht fahren. Aber ist natürlich dabei schön, wäre, wenn man nicht, schade für die Fans. Aber es ist natürlich schön, wenn man nicht unbedingt auf Sponsoren angewiesen ist, weil dann kann man auch ein wunderschönes Komplett-Carbon-Auto haben. Hier sehen wir den TT-RS von uns, wird gerade überholt von einem SLS. Also wir sehen ganz klar, dass ein bisschen Defizit auf Top-Speed. Euer Auto war gerupft in der Anfangsphase. Ihr habt euch schon ein bisschen weiter nach vorne wieder gearbeitet, habt so um die 15 Plätze von Rang 194 gut gemacht, aber es ist noch so viel zu fahren, da kann noch dermaßen viel passieren. Und bei all diesen Wettervorhersagen, die hier vielleicht die Haltbarkeit haben von der Voraussage, wie lange eine Ehe von Lady Gaga hält, also da kann man gar nichts drauf geben, denn gestern waren alle sich einig, Samstag, Sonntag wird es trocken. Ja, Pustekuchen, von wegen. Ja, das schiebt man immer einen Tag hier auf, glaube ich, am Nürburgring. Das heißt immer, morgen wird es trocken, aber es wird immer schlechter. Also jetzt der letzte Wetterbericht war, dass es am Montag schön wird. Ja, dann so mit 32 Grad, wenn wir alle hier wieder abbauen und nach Hause fahren, dann hat sich das so richtig gelohnt. Ich habe jedenfalls eine warme Unterhose für die Nacht dabei und eine Wollmütze, das wird euch nicht anders gehen. Ja, auf alle Fälle. Also in der Nacht wird es auch im Auto kalt, glaube ich. Wir werden sicherlich unsere Belüftungssysteme aufs Minimum runterschrauben, weil wie gesagt, wenn man da bei 8 Grad Außentemperatur fährt und wenn es dann auch noch regnen sollte, dann kommen natürlich zwei Faktoren zusammen, die dann schon etwas für Erfrischung sorgen. Da sehen wir den Audi R8 mit dem deutschen Posthorn oben auf dem Dach, eingesetzt von Abt Sportsline mit Matthias Ekström, Timo Scheider, Marco Werner, Christian Abt. Christian Abt, der schon dreimal Gesamtzweiter geworden ist, der hat da auch schon ganz schön dran zu nagen. Der sagt, ich will jetzt ganz unbedingt einfach mal oben auf dem Podest stehen, aber das wird hier richtig schwer bei dieser Auflage. Die Competition, wie es so schön heißt, die ist enorm. Ja, dieses Jahr auf alle Fälle, also im Zeittraining. Wir haben zwar den kleinen Ausreißer gehabt von dem Ferrari, aber danach wirklich im Zehntelbereich die ganzen Zeiten zusammengelegen. Und da sieht man wirklich, was das Potenzial dieses Jahr da ist. Nicht nur an Autos, sondern auch an Fahrer. Und das wird extrem schwierig. Und da heißt es natürlich, keinen Fehler sich leisten, wirklich nonstop durchzufahren. Und ja, dann zum Schluss natürlich hoffen, dass man so weit wie möglich vorne ist. Boxenstopp der Nummer 16 und bei dieser Wahnsinnshektik in der Boxengasse, wie orientierst du dich da? Man muss einfach den Weg finden. Also ganz klar, man hat natürlich so Ansatzpunkte. Man schaut immer oben auf die Longen und weiß dann, okay, so weit muss ich fahren. Und dann konzentriert man sich natürlich auf seinen Fahrzeugingenieur, der dann mit einer Tafel dasteht und dich dann irgendwie durch die Leute durchlotst. Gerade natürlich, wenn du einen Tankstopp hast, musst du exakt zu dieser Tanksäule hinfinden, weil der Schlauch reicht natürlich auch nicht lang. Und es kostet natürlich auch Zeit, wenn du dann wirklich rangieren musst, wenn sie dich zurückschieben müssen. Hier jetzt ein Boxenstopp vom R8 vom Team Phoenix. Routinekontrolle, man schaut sich die Bremsscheiben an, die Radaufhängung, ob alles passt. Hier glaube ich auch ein Stopp ohne Fahrerwechsel. Ich glaube, der Fahrer ist im Auto geblieben, also man fährt hier einen Doppelstint. Ja, Timo Scheider ist noch immer am Steuer. Also der bleibt auch sitzen, so wie es aussieht. Nachtanken, Reifenwechsel, neuer Satz Slick. Aber das Auto sieht toll aus. Ich glaube, da gibt es wenig zu machen. Ganz normaler Routinestopp. Jetzt sehen wir diese Plastiktankkanne und da geht dann die Zapfsäule rein. Was hat es damit auf sich? Ja gut, das ist so ein Zwischenbehälter einfach. Die Tanksysteme sind wirklich so einfach sicherer. Ich stecke diesen Tankstutzen rein und oben befülle ich einfach die Flasche mit der normalen Zapfsäule und so vermeide ich natürlich auch irgendwie austretendes Benzin. Was nicht ganz witzig wäre, denn die Bremsscheiben sind extrem heiß. Da ja, auf alle Fälle. Die Temperatur ums Auto rumherum. Der Gallardo kommt rein von Stuckhoch 3. An der Spitze immer noch der Farnbacher Ferrari, zwei Flügeltüre dahinter. Und dann ist der Haribo Porsche auf die vierte Position nach vorne gerückt mit einer Rundenzeit zuletzt von 8,58. Mit Westbrook am Steuer, da ist Christian Menzel mit dabei. Der Flügeltürer mit der 22 von Haier und Jäger unter anderem auf der fünften Position. Dahinter die beiden BMWs, die jetzt schon wieder sechste und siebte sind. Die fahren extrem konstant im Parallelflug, immer schön dicht hintereinander. Richtig konstante Rundenzeiten, jetzt wieder knapp unter der 9-Minuten-Grenze. Während hier das Auto von Timo Scheider und Matthias Ekström in der Box steht. Die waren zwischenzeitlich auf dem 8. Rang. Und dann geht es wieder raus auf die Strecke. Rausgekommen, ja. Fenster mit dem
Porsche von Falken mit der Startnummer 44. Da hat es Probleme gleich in der ersten Runde gegeben. Eine leichte Kollision. Man hat das Auto reingeholt, um alles mal genau anzuschauen. Und der ist mit Peter Dumbreck unter anderem unterwegs. Die haben sich flugs wieder nach vorne gearbeitet auf die 11. Position, sind momentan allerdings in der Box. Da wird ein bisschen Zeit wieder verloren gehen. Auch Frank Stippler ist in der Box gewesen. Der Manta Porsche mit der Nummer 11 auf der 13. Position liegt aktuell. Der Porsche mit der Nummer 18 mit der Top-Besetzung, wie auch auf der 11 auf Position 15. Wir haben es vorher mal gesagt, zwei unterschiedliche Porsche-Konzepte. Beide Autos besetzt mit den gleichen vier Fahrern mit der Top-Besetzung von Mantai. Man wird dann unter Umständen, wenn die Belastung sehr hoch werden sollte, während des Rennens entscheiden, dass man ein Auto zurückzieht. Momentan die Plätze 13, 15, da ist noch nicht viel an Unterschied zu erkennen. Wir haben den Ficcardelli-Porsche gerade eben gesehen, unter anderem pilotiert von Sabine Schmitz. Das ist schon ein richtig heißer Typ, ne? Ja, auf alle Fälle. Aber hier auch, man sieht ganz normal einen Routinestopp. Also wenn man so viel Zeit zum Scheibenwischen oder zum Scheibenputzen hat, dann ist das Auto noch im perfekten Zustand und man macht wirklich nur das Nötigste. Alex Hoffmann, auch hier gibt es wieder die Fragen. Unser MotoGP-Experte, Moderator und Kommentator, der wird hier auch noch mitfahren bei diesen 24 Stunden, während wir hier sehen, dass der Gallardo auf die Strecke zurückkehrt. Liegt momentan an der 21. Position. Jetzt hat man auch gesehen, das Feld hat jetzt wirklich extrem gemischt. Also jetzt ist Feuer frei hier, jetzt ist jeder zusammen, jede Klassefahrt für sich jetzt da und man versucht einfach den Weg sicher durchzukämpfen und gerade am Anfang sind natürlich noch alle dabei. Es lichtet sich natürlich das Feld etwas zu den frühen Morgenstunden, aber jetzt am Anfang ist dann natürlich extrem viele Autos auf der Strecke und da heißt es natürlich, ja, extrem gut durchzukommen, gerade bei den Überholmanövern. Also der Lichtknopfschalter, der wird, glaube ich, hier, ich weiß nicht wie oft, aber sicherlich ein paar tausend Mal wahrscheinlich gedrückt. Und da gab es auch immer wieder die vielen Anfragen, wenn du gerade die Lichthupe ansprichst. Macht man das noch wie mit dem normalen Blinkerhebel oder wie funktioniert das bei euch? Also nachdem wir die so oft hernehmen, haben wir da natürlich einen ganz leichten Zugang dazu. Der ist meistens am Lenkrad oder der ist eigentlich bei jedem Auto, kann ich glaube ich vorwegnehmen, am Lenkrad, weil das ist einfach am schnellsten, bin ich dort, mit dem Daumen drückt man den und dann diese Lichthupe, muss man sich vorstellen, nicht jedes Blinken ist einmal draufdrücken, sondern ich habe ein Intervall gespeichert, das entweder 2 oder 5 Sekunden, je nach Auto natürlich unterschiedlich ist und ich drücke drauf und dann blinkt praktisch das Licht eben diese 2 Sekunden oder 5 Sekunden lang, dass ich mich wirklich dann wieder aufs Fahren konzentrieren kann. Und da war auch noch die Frage, mit was für ein Auto Alex Hoffmann an den Start geht, mit einem BMW Z4 Coupé von Dürr Motorsport eingesetzt. Die sind in der Klasse SP6 unterwegs. Das sind die Autos seriennah mit 3 Liter bis 3,5 Liter Hubraum. Da sehen wir Hans-Jürgen Abt. Auch für die Jungs am Kommandostand ist das eine richtig kräftezehrende Veranstaltung. Die sehen alle nicht mehr frisch aus am Sonntag. Ja, auf alle Fälle. Vor allem, weil die Vorbereitung natürlich schon sehr viel Energie in Anspruch nimmt. Und dann natürlich 24 Stunden. Ja, ist ja ein Muss für die Ingenieure oder auch für den Hans-Jürgen Abt, so lange wach zu bleiben. Und das zehrt natürlich schon ein bisschen an den Nerven. Und auch unser Sportchef, der Dr. Wolfgang Ulrich, der hat ja gerade 24 Stunden Le Mans hinter sich und jetzt wieder 24 Stunden Nürburgring. Also der weiß auch die letzten Wochen, was er getan hat und wie lange er aufwacht. Wir sehen immer wieder diese Tankmanöver. Die Frage eines Zuschauers ist, ob alle Teams die gleichen Tankanlagen verwenden. Wir haben ja gesehen, da gibt es die unterschiedlichsten Systeme. Während das hier ein richtig harter Drift ist, ohne Einschlag vom Audi TT. Ja, richtig Glück gehabt. Gerade so 5 cm an der Leitplanke, aber er kann weiterfahren ohne Probleme. Also da hat er wirklich Glück gehabt. Zu deiner Frage, die Betankung an den Zapfsäulen ist natürlich für jeden vorgeschrieben. Ich muss an dieser Zapfsäule betanken. Allerdings, wie der Sprit dann ins Auto kommt, das ist natürlich immer unterschiedlich. Ein paar tun diesen Zapfhahn direkt ins Auto reinstecken oder so, wie wir es jetzt hier sehen, mit der Tankkanne, einfach um Zwischenbehälter zu haben. Also das ist freigestellt, aber ich versuche natürlich immer die sicherste Möglichkeit und aber auch die schnellste Möglichkeit zu finden. Da war Frank Schmickler auch gesehen in diesem Auto, das richtig ambitioniert hier unterwegs ist. Wir haben die Zapfanlage gesehen, die Zapfsäule, der Schlauch, der rüber geht und der muss natürlich dann von mehreren Leuten gehalten werden. Den kann man nicht durchhängen lassen bei der Personenbewegung, die da in der Boxengasse stattfindet. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, die Tankmenge, also die Geschwindigkeit, wie der Sprit ins Fahrzeug einläuft, das ist für jeden gleich, weil einfach das ist die Durchlaufmenge der Zapfsäule einfach.
Das war auch ein Audi R8 GT3 von der Race Experience. Frank Schmickler, Christian Bollrath, John Barker und Rudi Speich sitzen auf diesem Auto. Und jetzt auch interessant, auf die Dettinger Höhe, im BMW, Mitfahrgelegenheit im BMW hinter einem SLS. Jetzt schauen wir mal, was der Topspeed ist. Leider sehen wir es nicht mehr ganz. Auch da nochmal der Hinweis bei allen Mails, die da kommen. Es gibt eine Weltregie für alle Sender weltweit. Wir haben da nicht den ganz großen Einfluss auf die Bildauswahl. Dieses Duell hätten wir jetzt auch ganz gerne weiter verfolgt. Aber diese Action in der Boxengasse immer wieder sehr bemerkenswert. Es werden die reinen Slicks rausgezogen für den Mamaro Rowe. Der Flügeltürer, der auf Rang 3 liegend in die Boxe reingekommen ist. Und zwar im Formationsflug mit der Nummer 32 von Heiko Motorsport. Die beiden Autos auf den Rängen 2 und 3 liegend, also in die Boxengasse abgebogen. Rundenzeiten, die momentan gefahren werden vom Farnbacher Ferrari 8:48.3. Also sie sind richtig flott unterwegs und die sind schneller als fast alle anderen. Der Mantai Porsche mit der Nummer 11 auf Rang 13 liegend mit 8:46 kommt er noch am nächsten im Augenblick dran. Also man sieht auch von den Streckenbeschaffenheiten noch nicht ganz trocken überall, irgendwo noch leichte Passagen, wo es feucht ist. Einfach, ich komme momentan oder die Autos kommen momentan noch nicht auf die Zeit, wie sie im Qualifying gefahren sind. Also es dauert anscheinend doch etwas länger, dass die Strecke ganz trocken ist oder es hat sogar schon wieder angefangen irgendwo zu nieseln, weil am Nürburgring haben wir eine Differenz von Luftlinie ungefähr 6-7 Kilometer, was das andere Ende der Strecke weg ist. Und da kann es natürlich leicht nieseln, obwohl es hier natürlich bei uns trocken ist. Ja, hier schönes Bild, auch die zwei Flügeltüren offen, Fahrerwechsel auch. Es gab die Frage nach der Bodenfreiheit und dem Sturz am Nürburgring. Sind das Werte, die vorgeschrieben sind oder ist das jedem Team freigegeben? Nein, das ist jedem Team natürlich freigegeben. Es ist natürlich schwierig. Ich versuche natürlich so viel Aerodynamik zu produzieren in einem Fahrzeug und da hilft natürlich die Bodenfreiheit. Aber ich bin natürlich auch eingeschränkt von den Streckenbeschaffenheiten, gerade hier am Nürburgring an der Nordschleife mit zum Beispiel Döttinger Höhe oder die Fuchsröhre, wo die Kompressionen sind. Da kann ich natürlich nicht so tief mit dem Fahrzeug gehen, weil dann der Unterboden extrem in Mitleidenschaft gezogen wird. Also das ist so ein bisschen ein Kompromiss. Genau dasselbe natürlich beim Sturz. Da arbeitet man natürlich mit den verschiedenen Reifenlieferanten zusammen und versucht natürlich dementsprechend den perfekten Sturz rauszufahren, weil ich möchte möglichst viel Performance, möglichst viel Leistung von den Reifen erwarten. Sie müssen aber allerdings auch 9 Runden halten, ohne irgendein Problem. Also da darf wirklich, da muss ich auf der sicheren Seite sein, nicht nur vom Sturz, sondern auch vom Fahrzeug-Setup. Und das ist immer so die Waage zu behalten zwischen ja, ausdauerndem Fahrzeug oder schnellem Fahrzeug. Das Aufblinken als Zeichen des Rausfahrens. Natürlich gibt es diese Heulsirene. Da haben wir immer wieder Zuschriften. Dieses Geräusch in der Boxengasse zeigt an, dass Fahrzeuge sich durch die Boxengasse durchbewegen. Ganz wichtig auch für alle Beteiligten, die hier arbeiten in der Boxengasse, dass man da aufpasst. Es ist ein nervtötender Sound, der ist unglaublich laut. Wenn man den als Mechaniker dann auch 24 Stunden auf dem Ohr hat, dann reicht es dann irgendwann auch. Ja, auf alle Fälle. Also das ist, also mich regiert schon auf, aber das ist immer Ansichtssache. Aber das gehört dazu und das dient natürlich auch der Sicherheit. Das war wieder der Opel Mantra eben, unter anderem mit Volker Striezek, der ja, Kult-Mantra, eingesetzt von Kissling Motorsport mit dem Fuchsschwanz auf dem Dach. Aber ist ein langsameres Fahrzeug nur bei der Besetzung, unter anderem mit Volker Striezek. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Die gehen ganz voll professionell zur Seite, oder? Ja, erstens das und zweitens, ich glaube, es gibt, also Volker kennt, glaube ich, hier die Nordschleife wie sein zweites Zuhause. Und ja, glaube ich, hatten auch richtig viel Spaß, auch mit dem Auto hier die 24 Stunden zu bestreiten. Es ist ein bisschen schwierig, durch das ganze Klassement sich durchzuwühlen, weil sehr viele Fahrzeuge unterwegs sind. Wenn man diese Autos anspricht, will er natürlich immer gleich wissen, wo liegen diese Autos. Aber so viele Monitore, dass man alle Seiten auf den ersten Blick sehen könnte, kann man in so einer Kommentatorenkabine gar nicht aufbauen. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind sie momentan nicht wirklich unter den ersten 120. Aber ich werde es gleich nochmal raussuchen und rausfiltern bei der nächsten Werbeunterbrechung. Dieses Aufsetzen des Unterbodens hier mit dem Seitenschweller, das ist nicht gesund, soll man nicht aufmachen. Ja, soll man nicht aufmachen, aber manchmal kann man es einfach nicht vermeiden, gerade wenn man natürlich überholt, fährt man eine andere Linie vielleicht, wo mehr, wo die Strecke einfach anders beschaffen ist und dann kommt man da ein bisschen dran, aber für das gibt es wirklich Protektoren für die Frontpartie, die das einfach, ja, die man auch wechseln kann während den 24 Stunden, um wirklich
die beste Performance über die 24 Stunden zu haben. Und hier, glaube ich, sehen wir das Duell, was ich vorher angesprochen habe, auf die Dettinger Höhe. Also man sieht, dass der SLS sich behaupten konnte vor dem BMW. Das ist die Startnummer 22 mit Haier und Jäger, unter anderem gefolgt vom Titelverteidiger. Und da sieht man, das sind die Fahrzeuge, die um den Sieg hier kämpfen. Die Kameras spiegeln hier sehr viele Vibrationen wieder, aber als Pilot siehst du das natürlich nicht so oder spürst es auch nicht so extrem. Nein, auf alle Fälle nicht. Also man muss sich vorstellen, die Kameras sind natürlich an dem Gitterrohrrahmen befestigt, der die ganzen Schwingungen und Vibrationen auf die Kamera weitergibt. Im Sitz sitzt man natürlich mehr bequemer und hat die Vibrationen nicht, aber man wird schon ganz schön durchgeschüttelt auf der Nordschleife. Also das ist einfach so und das gehört aber auch dazu. Für die Ferrari-Fans ganz wichtig natürlich, dass der Farnbacher Ferrari immer noch an der Spitze ist. Ferrari hat da noch nicht so wahnsinnig viel Interesse gezeigt an diesem 24-Stunden-Rennen. Das hat sich auch geändert, aber das ist ein harter Unfall. Da hat es offensichtlich einen ganz brutalen Einschlag gegeben. Kann jetzt von der Front nicht direkt vermuten, welches Auto es ist. Will jetzt auch keine Vermutungen hier in den Raum stellen. Könnten R8 sein, oder? Ja, könnten R8 sein. So wie schauen wir mal im Hintergrund, was da an Dreck auf der Strecke ist. Da gab es aber einen voll Highspeed-Dreher. Sieht ganz schön schwarz aus. Der R8 könnte ein Abt R8 sein. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die Frontpartie doch ein bisschen komisch aussieht. Ja, es könnte auch ein Z4 sein von Schubert, aber da sieht man hinten mal die Spuren in der Wiese, was da abgegangen ist. Schauen wir mal ganz genau hin aus der Entfernung, wenn wir die Nummer ein R8. Das ist von der Driving Experience in R8. Ja, das ist die Nummer 29 von der Audi Race Experience. Das Auto mit Florian Gruber, Chris Vogler, Wolfgang Dess und Emin Akata. Aber das sieht nicht danach aus, als ob die weiterfahren könnten. Nein. Das sieht nach einem kapitalen Ausfall aus. Äußerst bitter. Flo Gruber, der ehemalige Seat Leon Supercopper-Meister, der als Werkspilot für VW auch mal wieder unterwegs ist. Uiuiui, das war ein ziemlich heftiger, böser Einschlag. Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, an der Abbox atmet man auf, weil ich dachte auch am Anfang, dass es der Abt Audi R8 ist. Der Wagen mit Christian Abt und Christa Jöns mit der 17, der hat nämlich auch so ein schwarzes Design. Hui, das war ganz schön heftig. Sind wir erstmal dankbar, wer immer da gerade aktuell gefahren ist, dass der Pilot sich da ohne Verletzung ganz offensichtlich, zumindest was den ersten Anschein angeht, hat befreien und in Sicherheit bringen können. Aber das Auto können wir aus der Teilnehmerliste streichen, die werden nicht mehr zurückkommen, da bin ich mir sehr sicher. Glaube ich, es war entweder Flugplatz oder Pflanzgarten 2, so wie die Strecke ausgesehen hat. Martin, wir müssen eine kurze Werbeunterbrechung machen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist für diese lange Strecke. Viele interessante Einblicke, die du den Fans geliefert hast. Und wir setzen drauf, ihr macht eine tierische Aufholjagd und bietet uns damit richtig gutes Entertainment. Ich freue mich auch schon aufs Fahren. Vielen Dank. Danke, viel Spaß dabei. Dankeschön. Danke. Und wir sind kurz mal weg und sind dann auch gleich wieder für Sie da. Knapp 2 Stunden sind absolviert bei den 24 Stunden am Nürburgring und dann gibt es diesen heftigen Crash, diesen Einschlag des Audi Race Experience mit der Startnummer 29. Unter anderem Florian Gruber und Chris Vogler mit auf diesem Auto und das sah ziemlich bitter und böse aus. Da haben die anderen, die da gerade vorbeikommen, Glück gehabt, dass es keinen Treffer mehr gab. Und Florian Gruber, der ehemalige Seat Leon Supercopper-Pilot und Meister und Werksfahrer von VW, der bei diesem Team mit dabei ist, ist jetzt bei Erik Engesser und kann uns schildern, was da tatsächlich los war. Ja, Peter, eigentlich können wir nur unser Beileid aussprechen, denn der Flo Gruber, der hat den Unfall noch gar nicht gesehen. Aber was hast du denn mitbekommen, was passiert ist? Ja, ich war jetzt gerade beim Umziehen, habe vorher noch meinen Helm nach meinem Turn jetzt zum Trocknen gelegt, mehr oder weniger. Und habe dann mitbekommen, wie alle ganz hektisch gesagt haben, ja, angeblich Reifenschaden hat der Chris gehabt und hat das Auto dann irgendwo weggelegt. Also muss Kernschrott sein. Ist eigentlich zum Heulen jetzt, weil es so gut gelaufen ist. Ich bin von 33 auf, glaube ich, 14 vorgefahren. Ja, ich bin eigentlich sprachlos. Es hat so gut begonnen, aber jetzt ist es halt umso härter. Eigentlich ist jede Frage, die ich jetzt stelle, überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem. Was wäre denn möglich gewesen? Was meinst du? Also ich glaube, wenn wir so durchgekommen wären ohne Probleme, glaube ich, unter den Top 10 wären wir eigentlich gut durchgekommen. Also wären wir schon bei der Sache gewesen. Was macht das Team jetzt? Der Wagen wird nochmal reingeholt. Schaut man sich das an oder packt man gleich die Koffer zusammen? Ja, ich wollte eigentlich jetzt gleich mal die Koffer packen und abhauen, weil ja, es ist einfach so eine Scheißsituation. Aber jetzt schauen wir halt mal, wie das Auto aussieht. Die Jungs fahren jetzt gerade raus auf die Strecke.
Vielleicht kann man es ja wieder reparieren, keine Ahnung, ich glaube es zwar nicht, aber naja. Also auf alle Fälle danke, dass du hier warst, bestimmt eine blöde Situation und zurück zu Peter natürlich. Ja, ich bin da auch kein Karosserie-Sachverständiger, aber wenn ich den Einschlag gesehen habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass das alles nochmal funktionstüchtig hinzubekommen ist. Sie haben die Reihenfolge an der Spitze eingeblendet gesehen, der führende Farnbacher Ferrari war vor kurzem in der Box, nagelneue Slicks werden aufgezogen oder maximal leicht angefahrene. Da gibt es den Fahrerwechsel und damit wahrscheinlich auch den Wechsel an der Spitze. Das wird man alles dann erst sehen, wie sich das bemerkbar macht in der Zeitenliste, wenn sie die nächste Runde abgespult haben. Das heißt, da muss man 25,4 Kilometer warten. Es könnte sein, dass die beiden BMWs dadurch wieder in Führung gegangen sind. Warten wir noch einen kurzen Moment, dann haben wir das auf dem Computer auch bestätigt, denn bei diesem Tohuwabohu da draußen auf der Strecke, das ist nicht so ganz einfach, den Durchblick zu behalten. Es gibt da keine Streckenzwischenzeiten, die man hier auf dem Computer erkennen und auswerten kann. Wir werden es gleich noch einmal sortieren, wenn der Farnbacher Ferrari seine nächste Runde abgespult hat. Da haben wir jedenfalls die zwei BMW M3 GT2, die ganz vorne wieder liegen. Und da sehen wir mal ein Streckensicherungsfahrzeug. Da wird die gelbe Flagge rechts statisch gehalten und von den weiteren Streckenstewards dann geschwenkt. Das ist klar, das ist dieser Einschlagpunkt, wo dieser Audi Race Experience abgegangen ist. Um es mal salopp zu formulieren, weil ja Gott sei Dank kein Personenschaden vorliegt. Und diese Strecke muss erstmal gereinigt werden, denn wenn man durch den ganzen Dreck da durchrasselt mit voller Geschwindigkeit, ist das alles andere als witzig. Und dann ist die Folge, dass wir wahrscheinlich weitere Unfälle da an diesem Streckenpunkt haben. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Sie machen das bei BMW aber sowas von richtig. Die liegen in Führung, wie ich es schon gedacht habe. Der Farnbacher Ferrari ist zurückgefallen durch den Boxenstopp nach gut 2 Stunden. Auch da gab es immer wieder viele Fragen in unserem Mail-In. Wie lange dürfen die Fahrer denn am Steuer sitzen? Maximalfahrzeit am Stück sind 2,5 Stunden. Die werden nicht netto gewertet, sondern brutto. Das heißt, da sind alle Boxen- und Tankstops mit einberechnet. Das heißt, wenn das Auto, sagen wir mal, 3 Minuten in der Boxengasse steht, dann werden diese 3 Minuten nicht abgerechnet von der reinen Fahrzeit. Das zählt alles zusammen. Und wenn man dann seinen Stint, wie es in der Fachsprache heißt, absolviert hat, dann muss man eine Mindestruhepause von 2 Stunden einlegen. Das wird ganz genau kontrolliert. Da gibt es eine Meldekarte, da muss man das eintragen und von dem jeweiligen Abgeordneten der Rennleitung gegenzeichnen lassen. Man ist dann als Team verantwortlich für dieses Merk- und Einsatzblatt. Das muss dann am Ende des Rennens innerhalb einer vorgegebenen Frist bei der Rennleitung abgegeben werden. Also ist alles perfekt durchorganisiert. Die Teams tragen natürlich auch eine ganze Menge Eigenverantwortung, dass das Reglement da eingehalten wird. Der Farnbacher Ferrari hier im Bild zu sehen, auf Rang 3 liegend nach 13 Runden. Natürlich durch die Outlap eine 11 Minuten 11 Runde. Während an der Spitze die beiden BMWs 8,49 im Formationsflug gefahren sind. Aber das wird sich gleich alles wieder nivellieren. Reifen auf Betriebstemperatur und dann der richtige Rennspeed wieder beim Ferrari. Dann werden wir sehen, was mit den neuen Reifen auf jetzt trockener Piste möglich ist. Die Fahrzeuge auf den Positionen 4, 5 und 6 sind in der Boxengasse. Das ist der Mantai Porsche mit der Nummer 11. Der Flügeltürer mit Haier und Jäger von Black Falcon und auch das Wochenspiegel-Auto, dieser Wochenspiegel-Porsche, ebenfalls eingesetzt von Mantai, der recht weit nach vorne gekommen ist, bis auf Rang 8, ist momentan bei der Abfertigung bei den Mechanikern. Es gibt immer wieder viele Fragen. Ich habe vorher gesagt, dass auf einem Auto, wo auch André Lotterer mitfährt, einige Japaner mit dabei sind. Das gleiche gilt auch für den Nissan und da sind wir bei der Nummer 71. Da habe ich gesagt, Tobias und Michael Schulze und die beiden japanischen Herren Yamamoto und Yamauchi. Und da gibt es einen unglaublichen Aufschrei bei unserem Mail-In-System. Warum ich nicht ein bisschen mehr dazu erzähle, denn der Herr Yamauchi, der hat natürlich Kultstatus, muss man sagen, bei den Jungs, die an den Spielkonsolen gerne zu Hause sitzen, die Racing nachempfinden. Und das sehr realitätsnah mit diesem Gran Turismo. Diesen Gran Turismo-Schriftzug sehen wir auch oben an den Windschutzscheiben bei allen Teilnehmerfahrzeugen. Hier wunderbar zu erkennen. Und dieses Gran Turismo ist ein extrem beliebtes Racing-Spiel. Und der Herr Yamauchi hat dieses Spiel federführend mitentwickelt. Das wurde über 50 Millionen Mal weltweit schon verkauft. Er ist der Chefentwickler und damit haben wir das auch genannt. Und auch mit verkauft. Yamauchi ist also der Mann, der das Ganze mit zu verantworten hat. Eine große Prominenz
auch was Computer Racing angeht, damit wir das hier auch entsprechend dargestellt haben. Auch da ein Auto in der Boxengasse, das sieht nicht gut aus, nämlich nicht in der Gasse, sondern in der Box selber. Da sehen wir Olaf Mantai, den Teamchef. Da gibt es also offensichtlich gröbere Arbeiten, die verrichtet werden müssen. Das war ein gelber Porsche. Wenn das der Porsche mit der Nummer 11 ist, dann wäre das natürlich bemerkenswert. Der liegt momentan auf Rang 4 der Gesamtwertung und leuchtet immer noch rot auf als in der Boxengasse befindlich. Und das ist mitten auf der Strecke stehend das Auto mit Christian Abt, Christa Jöns, Christopher Mies, der den Startturn gefahren hat, und Luca Ludwig, dem Sohn von Klaus Ludwig, der König Ludwig hier genannt wird, liebevoll von seinen Fans, nach wie vor der erfolgreichste deutsche Tourenwagenpilot. Und das sieht nicht wirklich gut aus. Das ist natürlich ganz bitter. Da geht es in die Boxengasse rein und ist denen der Sprit ausgegangen. Da geht es in den langen Bogen Richtung Boxengasse. Rechts die Fahrzeuge, bei Ihnen im Bild, die abgebogen sind, fahren da auf die Nordschleife raus, während wir hier eine wilde Kiesbett Offroad-Einlage sehen von einem Mini Cooper. Das ist die Startnummer 142. Das ist der Alpecin Schira Motoring BMW Mini Cooper. Der fährt in der Gruppe SP3T mit Harald Groß unter anderem am Steuer, den wir auch schon bei uns zu Gast gehabt haben in unserer Abendsendung. Und auch hier wird kräftig geschoben. Auch hier ist ganz offensichtlich Anfang der Boxengasse der Sprit ausgegangen. Da ist man bis zum allerletzten Tropfen gefahren. Das hat sich nicht bezahlt gemacht für das Team Abt Sportsline, für die Startnummer 17. Die haben auch schon einen Unfall gehabt im ersten Teil der Qualifikation. Das Auto musste rundum komplett überarbeitet werden. Gott sei Dank kein Schaden an irgendeinem tragenden Teil des Autos. Da gab es eine Kollision mit dem Fahrzeug mit der Nummer 108. Das war ein BMW E82 vom MSC Rhön. Der hatte richtig heftigen Schaden. Da musste die Hinter- und die Vorderachse gewechselt werden. Das Getriebe, das komplette Bodywork war zerstört. Die haben bis tiefst in die Nacht hineingearbeitet und bis kurz vor Beginn des zweiten Teils der Qualifikation sind aber Gott sei Dank auch wieder mit dabei. Das kostet extrem viel an Energie, an Geld für die kleineren Teams. Und ich bin gespannt, wie sie das Auto jetzt gleich bergen. Die Auflösung gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Das Auto von Abt Sportsline mit der Startnummer 17 ausgerollt zu Beginn der Boxengasse ist bereits abgeschleppt worden in selbige. Und zwar genau hier links war es, wenige hundert Meter vor den eigenen Mechanikern. Da hat man offensichtlich das Risiko in Kauf genommen, bis zum letzten Tropfen auf der Strecke draußen zu bleiben. Hat nicht ganz gereicht. Und da gibt es noch einen Aufklärungsbedarf der Porsche mit der Startnummer 11 von Mantai Racing, der hier auch immer wieder im Favoritenkreis mitgenannt worden ist, wurde in die Box reingeschoben. Wollen wir mal eine Aufklärung haben aus der Boxengasse. Was ist denn da los? Bitte, Erik. Ja, Peter, das ist eigentlich relativ einfach. Beim Mantai hat man so richtig gezockt. Man wollte einfach wissen, welches Auto funktioniert hier besser, der RSR oder der R. Man hat sich entschieden, fährt weiter auf dem RSR. Den R hat man ins Körbchen gelegt. Christina, ja, das war natürlich nicht so blöd eigentlich. Ich habe gerade mit Olaf Mantai gesprochen und er sagte einfach, es ist zu viel für die Fahrer, auf zwei Autos zu fahren. Ja, ist natürlich ein bisschen anstrengend und da konzentriert man sich lieber auf den RSR, als jetzt die Fahrer müde zu machen mit zwei Autos. Naja, so ein bisschen geflunkert hat er da schon, der Olaf Mantai. Denn natürlich ging es auch darum im Vorfeld bei der Balance of Performance. Man wusste nicht so genau, welches Fahrzeug funktioniert denn hier besser. Ich habe gerade noch mit Oliver Hilger gesprochen von Porsche, der das schon so zugegeben hat, dass man sich das genau angeschaut hat beim Mantai. Was machen die da vom DMSB? Und dann reagieren wir einfach mit der passenden Waffe darauf. Genau, jetzt können die nur hoffen, dass es keine Probleme gibt im anderen Auto. Dann müssen wir sagen, leider Florian Gruber, den du sehr gut kennst, du bist mit ihm gefahren im Seattler Supercopper. Die Truppe mit dem Audi R8 LMS, die scheint raus zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ja, das tut mir sehr leid für den Flo und seine Truppe. Ich bin 2004 bei Abt Sportsline mit Flo zusammengefahren im Seattle und Supercopper. Sehr netter Kerl und ein schneller Pilot und das hätte sicher ein sehr gutes Resultat möglicherweise in die Top 10 geben können. Aber so ist es hier. Und die beiden BMWs vorne im Formationsflug aktuell. Eigentlich dachten ja die meisten, naja, die BMWs, die sind vielleicht gar nicht schnell genug, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die haben wohl auch ein bisschen tief gestapelt vorher.
und lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal bei denen, gell? Absolut richtig. Und am Ende haben sie gewonnen. Also, es ist alles angerichtet. In einer Stunde sind wir wieder da. Sollte was passieren, dann reichen wir das natürlich nach. Aber Tage des Donners. Jetzt donnern bei uns die Aggregate der Formel 1 in Valencia. Walter Zipser ist an der Reihe und dann sind wir zurück hier in der Eifel. Viel Spaß mit der Formel 1.